Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5 Blood and Sand. Wir spielen immer noch dieses hervorragende, schöne, neue, herausgekommene Regelwerk von White Wolf. Und ich spiele natürlich nicht alleine, weil das wäre langweilig. Ich spiele heute zusammen mit dem Araiguma, der spielt Aisea. Ups, Moment. Falsches Bild. Da. Hallo. Hallo. Ja. Dann habe ich dabei den Kakko, der spielt Bruce. Nabend. Und Feramin spielt wie immer Sam. Hallo. Und heute anstatt der Lilio dabei die Feder, die spielt heute Jelly. Happened. Falls ihr euch fragt, wo Lilio heute ist, die ist aus persönlichen Gründen verhindert. Die kommt aber wieder. Wahrscheinlich aber auch erst beim übernächsten Mal, weil beim nächsten Mal hat sie auch irgendwie was anderes zu tun. Das heißt, wir sind jetzt etwas länger Dr. Angela los, was uns alle sehr traurig stimmt. Aber naja, wir kriegen das auch so hin, denn wir haben ja, Ersatzspieler. Deswegen danke, Feder, dass du da so kurzfristig heute eingesprungen bist. Und ja, wir schauen mal, wo wir uns befinden. Kurzer Disclaimer vorneweg, wie bei jeder Folge. Wir spielen Vampire the Masquerade. Das ist ein Rollenspielsystem in der World of Darkness. Das bedeutet, es werden Themen vorkommen, die vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Behaltet im Hinterkopf, wenn ihr jetzt schaut, wir spielen hier ein Rollenspiel. Das heißt, wir sind nicht wir selber, sondern wir verkörpern andere Charaktere. Und diese Charaktere könnten, wie das in der World of Darkness so üblich ist, auch mal Dinge tun, die wir als Spielerinnen und Spieler nicht tun würden. Deswegen im Kopf behalten, wir spielen das Ganze nur. Es ist nicht real. Ja, und falls ihr irgendetwas an diesem Stream irgendwie, was euch irgendwie emotional angeht oder so, das könnte vorkommen, dass Themen besprochen werden, die nicht einfach sind, dann macht einfach aus, macht irgendwas anderes, nehmen wir euch nicht krumm. Soll ja keiner hier irgendwelche psychischen Schäden nach sich ziehen, obwohl ich glaube, das, ne, ja, muss auch nicht. Genau, und wir befinden uns immer noch in den USA, in Texas, 2018, und zwar immer noch am 24.10.2018. Und ja, diese Stadt, in der wir uns befinden, ist eine Kleinstadt am Rande der Grenze nach Mexiko. Und ja, die hat keinen Namen. Die Stadt. Eigenartig, eigenartig. Und unsere Vampire sind zumindest Samantha, Isaiah und Bruce inzwischen schon ganz gut vertraut mit dieser Stadt, leben schon etwas länger oder ja halbwegs ganz schön einige Folgen schon in dieser Stadt und haben alle so ihre Problemchen und Probleme. Die Stadt hat mehrere Eigenarten. Zumindest haben das unsere Vampire letzt entdeckt, dass man diese Stadt als Vampir nicht verlassen kann. Zudem ist der Prinz verschwunden der Stadt. Und ja, es bildet sich ein kleines Machtvakuum in der mortellen, nennt man das so, mortalen Welt. In der normalen Welt stehen gerade Bürgermeisterwahlen an und unsere Vampire haben den Auftrag bekommen, die Bürgermeisterwahl zugunsten des amtierenden Bürgermeisters zu beeinflussen. Und außerdem läuft in dieser Stadt die zweite Inquisition in Form von Gesundheitsamt oder sonst irgendwelche FBI oder irgendwelchen merkwürdigen Organisationsnamen herum und scheint angeblich einen Pakt geschlossen zu haben mit der Kamarilla der Stadt und dass Vampire ihnen ausgeliefert werden und dafür die an sich die Vampirgesellschaft aber in Ruhe lassen. Das ist so zugetroffen auf Bruces Sire, Anna, die aber der zweiten Inquisition entkommen ist und Bruce quasi zum Vampir gemacht hat. Ja, und unsere anderen Vampire, Samantha und Aisea, haben das jetzt alles so nach und nach herausgefunden und arbeiten daran. Aisea hat beim letzten Mal mit seiner Sire oder Vertretern seiner Sire gesprochen, hat den eindrücklichen Auftrag bekommen, doch ganz klar aufzuklären, wie das da alles in dieser Stadt vor sich geht und den
die eiserne Faust des Clan Ventru um die Stadt zu legen und alles, was hier an übernatürlichem, tollem Zeug gibt, zu sichern. Ja, das ist sein neues Ziel. Nicht so, dass er das vorher vielleicht nicht auch schon vorgehabt hätte, aber naja. Ich möchte differenzieren. Das ist mein Auftrag. Bitte? Nochmal? Das ist mein... Warte, wo ist mein... Wenn ich komme... Ich möchte da differenzieren. Ja. Das ist mein Auftrag, nicht unbedingt mein Ziel. Ja, was sich jetzt nicht an... Kann ja so Schnittmengen besitzen. Ja. Kakko hat beim letzten Mal rausgebekommen, dass in der Gesellschaft von Vampiren sich aufzuhalten vielleicht doch nicht so der tollste Platz ist für jemanden im Leben. Es da Dinge gibt, die Menschen vielleicht etwas anders lösen würden, was ihn ziemlich mitgenommen hat, glaube ich. War, glaube ich, am Ende der Folge ziemlich sauer und verzweifelt vor allen Dingen. Stimmt das, Bruce? Ja, mehr sauer als verzweifelt, aber ja. Ja. Und Samantha hat beim letzten Mal etwas ganz Krasses rausgekriegt, nämlich, dass sie anscheinend eine reinkarnierte große Liebe ihres Sires ist. Und der durch seinen Freund John mehrmals die Erinnerung an sich hat löschen lassen und deswegen Samantha so komisch manchmal behandelt. Und jedes Mal, wenn er sich halt irgendwann das wahre Ich von Samantha zurückerinnert, wird er ein bisschen komisch, ja. Weil er sieht in Samantha nicht Samantha, sondern entweder Samantha, den Mensch, oder seine alte Liebe Katharina. Und das ist natürlich für Samantha jetzt gar nicht so einfach. Eigentlich wollte sie den Klüngel verlassen und alle alle so... Macht doch, was ihr macht, mögt. Aber dann kam die Sache mit, man kann die Stadt nicht verlassen, was Isaiah herausgefunden hat beim letzten Mal. Und der Reveal. Und jetzt hat Samantha natürlich noch mehr Hass auf John entwickelt, der eigentlich ein bisschen schuld ist mit der ganzen Sache, weil, Ein bisschen ist leicht untertrieben. Ja, es ist jetzt aus Spielleitersicht aus ein bisschen. Samantha hat natürlich alle Schuld der Welt. Ja, und was bei Jelly passiert ist, wenn ihr ein bisschen mehr zu Jelly wissen wollt, dann müsst ihr den One-Shot vom Nordpol Spring Break gucken, den Partybus. Da ist Jelly schon aufgetaucht. Allerdings wissen wir auch da nicht, wie genau sie in der Stadt gelandet ist. Also nur, dass sie in die Richtung unterwegs war. Und falls ihr da jetzt auf irgendein Reveal hofft, nicht mit mir. So, ja, und aber was mit Jelly sonst noch so auf sich hat, das erfahren wir dann, wenn sie gleich vorkommt, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen zum letzten Mal? Irgendwas, was euch wichtig war, was noch der Zuschauer gut noch wissen muss? Nee, ne? So habe ich im Kopf irgendwie, Samantha war mit John und Andrew im Motel und der Dicke war auch noch da, Dr. Angela auch. Isaiah, glaube ich, auch, ne? Du warst auch noch im Motel. Der Tag, also die Nacht, neigt sich dem ganz stark dem Ende. Und Bruce war nach draußen geeilt, hat draußen alles Mögliche kaputtgeschlagen, glaube ich. Irgendwie so Blumenbeete zermautscht und Steinchen durch die Gegend geschippt und ja. Vor allem auf wehrlose Tauben. Ja. Ja, hat Vögel vom Dach geschossen, also mit dem Stein geworfen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, was habt ihr jetzt noch so, also der Tag ist, keine Ahnung, in einer Stunde oder so ist Sonnenaufgang. Das heißt, dann müsstet ihr sicher in euren Unterschlüpfen sein. Ich meine, Sam ist jetzt schon da. Isaiah hat jetzt die Wahl, ob er im Motel bleibt oder in seinen Unterschlupf geht. Und Bruce halt das gleiche Problem. Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie weit der Trailer von diesem Motel weg. Ja, also du würdest noch dahin kommen, wenn du dich beeilst, ja. Okay. Aber man müsste sich jetzt schon beeilen, also wahrscheinlich schon eine ordentliche Decke, ja. So schätze ich. Ja, ja, ja. Ach komm, weil ich es noch nie benutzt habe. Habt ihr nicht schon die Wohnung? Noch nicht. Nee, noch nicht. Ja. Das kommt aber jetzt demnächst.
Da müssen aber noch so ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Aber einfach, weil ich die Fähigkeit habe und sie noch nie benutzt habe, würde ich dann, so, wenn ich mir einen schönen Platz vor allem gesucht habe, also ich habe das ein bisschen so verstanden, dass ein Motor wirklich ein bisschen weiter außerhalb liegt und da noch so ein bisschen ja, Natur drumherum ist. Ist das so richtig? Mhm. Und das ist ein bisschen Bruce außerhalb, ja. Bruce kennt es ja generell ziemlich gut aus in der Gegend. Ja. Und ja, würde dann seine Fähigkeit Earth Meld verwenden. Mhm. Dazu, also nehmen wir einen schönen Blick wahrscheinlich so mit Aussicht so auf den Sonnenaufgang, auf den kurz bevorstehenden Sonnenaufgang. Er geht in den Sonnenaufgang. Und ich bin kein Toreador. Dazu brauche ich nur einen Rouse-Check zu machen. Ja, mach das mal. Ich habe auch im Kopf, dass ihr alle irgendwie gerade gegessen hattet noch, ne? Sam hatte dich an... Ne, Sam nicht? Sam ist ja, hungrig. Ja. Isaiah, hattest du gegessen gehabt? Ich habe noch zwei Hunger. Du hast zwei Hunger? Ja. Wie ist es bei dir, Bruce? Ich hatte einen, glaube ich. Einen ich habe ja. Auf dem Weg quasi, also wo Bruce mit Isaiah zur Busstation gegangen ist, ein bisschen was genascht. Also den Rouse-Check habe ich bestanden. Ja, und dann würde es in Regeln, dass ihr lese, ist der eine Würfel Runde. Auch, ja. Also, ja, dann. Wie funktioniert deine Kraft? Wie sieht die aus? Also, das ist halt generell, Anna hat ihn ja so, als sie bei sich kennengelernt haben, das ist ja schon anderthalb Wochen her, sie ja so ein bisschen erklärt, wie das alles so funktioniert. Und Bruce erinnert sich in diesem Moment daran. Und konzentriert sich halt vor allem auf sein Innerstes und spürt halt, ne, steht auf so einem einigermaßen glatten Fels. Mhm. Und ja, ne, fühlt in sich hinein, was auch möglich ist, ne, als Vampir, und spürt den Boden unter sich. Und dann gibt es da normalerweise diese Barriere im Körper und Boden, und die verschwimmt so ganz leicht. Und man sieht halt wirklich, oder wenn man das sehen könnte, Bruce hat sich natürlich vorher mal umgeschaut, das ist jetzt nicht irgendwie ein... Ah, ich wollte gerade schon fragen. Das passt dann mitkriegt, ist ja steht auch außerhalb. Dann würde er halt wirklich so erst langsam und dann etwas schneller halt in den Boden versinken. So ein Quadratmeter Grund. Und ja, war dann nicht mehr gesehen. Ja. Bruce versinkt im Boden. Und was macht Isaiah? Isaiah wird sich ganz, ganz einfach umschauen und sagen so, ich glaube, hier ist nicht wirklich Platz für mich. Ich werde mir ein Taxi nehmen. Und sich dann verabschieden. Nimmt sich ein Taxi zurück nach Hause. Ja. Ja. Soll dir gelingen? Hervorragend. Habe ich noch Zeit, was zu trinken? Kannst den Taxifahrer noch anmöbeln, wenn du magst. Nee. Ansonsten ist das schon ein bisschen, ja. Ist knapp, ne? Ja, ist knapp. Bis das Taxi da ist und dann die Fahrt und so, also das wird eng. Ja, nee, dann gehen wir hungrig zu Bett. Das vor allen Dingen, schon. Weil deine Tür ja noch kaputt ist. Stimmt, meine Tür ist noch kaputt. Jetzt hab ich das total vergessen. Im Lichte dieser neu zutage getretenen Informationen würde ich vielleicht doch fragen, ob ich irgendwo ein Motel... Ich nehme mir ein eigenes Zimmer im Motel. Nimmst dir ein eigenes Zimmer? Zimmer. Das musst du dann aber auch noch abdichten, ne? Scheiße, stimmt. Es ist alles schwierig. Es ist alles schwierig. Vampir sein ist scheiße. Ja, wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch Bullshit. Nein. Verdammt. Also er guckt so ein bisschen so verloren, so zum... in die Runde, ja. Kann ich hier bleiben für den Tag? Ja, der Dicke schaut so zu dir und macht so. Reitet auf den Boden. Ach Gott. Ist ja. Eventuell jetzt gerade an den untersten Punkt der Nahrungskette gefallen? Das Schlafsofa haben Dr. Angela und John. Das eine Zimmer, was es da gibt, haben Samantha und Andrew. Der Dicke schläft sonst auch immer am Boden, ja.
Wie realistisch ist es, dass ich... Du könntest auch in der Badewanne schlafen. Wie sehe ich aus? Wie ein fertiger Heroin-Junkie? Nein. Ich wollte fragen, wie realistisch ist es, dass ich die Tür auch repariert kriege? Null, ne? Ja, zumindest grob kriegst du das schon noch hin. Du hast ja noch, du hast ja auch zwei Zimmer. Du hattest ja auch so ein Schlafzimmer. Ja, und, ja. Ich habe so ein Schlaf... Nische. Eckchen quasi, ja. Schlafnische, ja. Das Durchgangszimmer zur Toilette. Ich gehe doch nach Hause. Also das. Okay. Das muss ich dann halt riskieren, dass mich keiner tagsüber aufhält. Du gehst auch mit einem unguten Gefühl, weil wenn irgendjemand am Tag halt da reinkommt und fragt, warum die Tür kaputt ist oder so, dann wird's halt schlecht. Ja. Ja, kann ja mal würfeln, ob jemand kommt am Tag. Was das ist, da sieht mich dann jemand, ruft Notruf, um mich zu retten. Ja. Und dann tragen die mich auf dem Stretcher raus und so die Treppe hoch. Wusch. Schade. Ja. Okay, ja. Samantha beruhigt ja noch Andrew, glaube ich. Du bist schon am nächsten Tag wieder wahrscheinlich, also hoffentlich mehr... Ich habe Zimmerarrest bekommen, sowieso, glaube ich. Ja. Bis John wieder genug Kraft hat, um das Gedächtnis wieder zu löschen. Ja, und so verbringt ihr dann alle mehr oder weniger vernünftig euren Tag. Und wenn ihr aufwachen wollt, müsst ihr natürlich das Biest irgendwie in euch wieder bemühen, damit ihr aufwachen könnt. Samantha wird schon mal hungrig. Genau, ich bin dann bei Hunger 3. Ja. Das ist Jelly, oder? Wer ist das? Oder war das Araigoma? Nee, Jelly war es. Nee, das ist Jelly. Aber ich benutze auch die gelben. Ja, vielleicht mal einer von euch mal nicht eine andere Farbe, das wäre ganz nett. Ja, ich kann das umstellen. Ist tiefblau okay? Ja. Ja. Jetzt haben beide die Farbe geändert. Ha! Verdammt. Okay, ja. Wenn ihr, jetzt habe ich gerade nicht geachtet. Also Bruce hat es geschafft und alle haben es geschafft, außer Sam. Bin ich das richtig? Ja. Also alle nicht mehr hungrig als vorher, außer bei Sam. Sam wacht ziemlich hungrig in der nächsten Nacht auf. Ja, und was ist denn euer Plan? Was ist Sams Plan, wenn sie aufwacht am nächsten Tag? Ich würde erstmal nach John schauen und ihn fragen, ob er schon wieder fit ist für Andrew. Weil ich dringend was zu essen haben sollte. Also dringend mal aus dem Hotel raus sollte. Ich kümmere mich um ihn. Ich versuch's zumindest schon mal. Bin schwach, aber man sieht auch noch, ist auf jeden Fall noch nicht zugeheilt, was er da hat. Gut. Vielleicht solltest du aber auch nicht ganz alleine rausgehen, wegen dem Stalker. Ich kann den Dicken fragen, ob er mitkommt. Gut. Wenn der Dicke denn schon wach ist. Der ist wach. Man sieht ihn nur gerade nicht. Aber das passiert öfters. Dann würde ich nach ihm rufen, Dicker? Zack, wird sichtbar. Ich habe Hunger. Kommst du mit? Brauch Hunger. John will nicht, dass ich alleine gehe. Will auch was trinken. Gut, dann lass uns gehen. Verlasst ihr nach draußen das Motel und etwas abseits des Motels unten in der Wüste, nahe zwei Kakteen ausgerichtet auf den damaligen Sonnenaufgang. Das soll schon Untergang sein. Formiert sich gerade aus dem Boden heraus wieder ein Mensch? Oh. Ja. Wo steht in der Wüste und oh. Guckt so links, rechts. Puh. Und er klopft noch so ein bisschen Erde von sich ab. Oh. Das wiederhole ich nicht nochmal. Und hat wahrscheinlich so die ersten 20 Minuten vom Weg da sich gebaut und dann
würde Bruce erstmal nochmal zum Trailer. Warte mal. Du siehst dich das erste Mal um und hinter einer von den Kakteen steht gerade jemand, der mit solchen Augen gerade pinkelt. Oh nein. Du hast nur beim Einschlafen geguckt, ob da keiner ist. Ja gut, im Aufwand ist das ja tendenziell eher schwierig. Richtig, ja. What? Ja, ich... Ach, oh, Mann. ja, ich renn zu dem. Ja. Probier dem Pinkelstrahl auszuweichen. Ja. Und würde den halt wirklich einfach nur packen und sofort beißen wollen. Okay. Strength and Brawl. Bisschen die Panikreaktion gerade. Strength und Brawl. Mhm. Oh, das geht jetzt. Ja. Ja, 4 Erfolge. Kein Ding. Möchtest du den umreißen oder möchtest du ihn einfach nur irgendwie. Ich will ja einfach nur packen, dass ich den dem quasi zwei Blutpunkte oder so. Mhm. Und dann werde ich doch immer so ein bisschen bewusstlos hacke. Ja, und dann... Ach, scheiße. Mach ich den hier? Er wird sich aber daran trotzdem erinnern, das weißt du. Ja, aber jetzt ist er erstmal ruhig und jetzt kann ich den transportieren. Ja. Oh. Ja, das Motel ist näher, ne? Ja, das ist quasi ja... 300 Meter wirst du in die Wüste gelaufen seid. Ja. Quer über die Straße dann. Ja, Bruce geht zum Motel. Mit dem Typen über der Schulter oder lässt ihn da liegen? Ja, ich. Nee, den nimmt er sich mit. Okay. Also ich würde den sich jetzt nicht über die Schulter schmeißen, aber wahrscheinlich eher so ein bisschen. Mitziehen. Ja, so. So unter die Arme greifen, so heben, so als ob der besoffen wäre halt und dann. Ja, Samantha, als du rausgehst, siehst du da irgendwo, als du Richtung Straße gehst, sieht man in 200 eine dunkle Gestalt, wie sie eine andere zieht. Laut fluchend, also relativ laut fluchend, so, fuck, kacke, Mann! Kann man eine Stimme erkennen, dass es Bruce ist? Ich denke schon, ja. Dann der flucht so oft, also. Ja. Fuck, scheiße. Oft und in Bruce-typischer Manier. Ja, dann würde ich, glaube ich, erstmal abwarten, bis er da ist. Weil ich neugierig bin, wen er da jetzt anschleppt und warum und. Also jetzt nur ganz zufällig, den kannte ich jetzt nicht, der da war. Irgendwie war jetzt kein Trucker oder sowas, der da mit dem Motor untergeflogen ist. Nee. Ja, schade, ne? Kennst ja noch jeden kennen in der Stadt. Nein, und der sein. Ja, dann halt sehen, wie ich den so sehr, sehr unbeholfen irgendwie, wie gesagt, den Versuch so zu, Arm über die Schulter zu nehmen, also Kopf ziehen, so, komm mit. Hier, könntest du mir kurz helfen? Ja, klar, doch. Soll ich? Ich packe von der anderen Seite mit an. Ach, oder lass dir mal den Dicken. Dann. So zerbrechlich bin ich auch nicht, aber okay. Dicke dann nicht. Dann nicht nur. Scheiße, der hat mich gesehen. Oh, gesehen bei was? Beim Aufwachen. Also, ich habe in der Wüste geschlafen und als ich aufgewacht bin, stand da dieser Typ und hat hinter mir am Pinkeln und kacke, der hat mich dabei gesehen. Scheiße. Ich würde gerne mal nachgucken, ob der Typ vielleicht Spuren von Alkohol aufweist. Mhm. Wits and Medicine? Ja. Gut. 3 Erfolge. Ja. Der hat getrunken, ja. Mm.
Ja, wir könnten versuchen, also nachdem der Typ eh schon getrunken hat, wir könnten versuchen, ihn noch einen Ticken weiter abzufüllen. Mit etwas Glück glaubt er, dass er besoffen geträumt hat. Du meinst, das funktioniert? Also, Es du ist ein merkst es Versuch auch. wert. So fügen wir ihm zumindest nicht wirklich Schaden zu. Ich glaube, das ist ja nicht ganz so in deinem Sinn, oder? Nein, nein, das ist nicht. Und Bruce läuft so die Also. ganze Zeit wieder im Kreis. Scheiße. Scheiße. Okay, also habt ihr Alkohol Wir hier? können, wir können auch, wir können ihn auch mit ins Zimmer nehmen und John fragen. Obwohl, warte mal. Theoretisch müssen wir nicht John fragen. Also ich kann auch noch versuchen, ihm die Erinnerung zu nehmen. Er Was ist dir lieber? guckt dich so ganz ungläubig an. Was kannst du? Das kann ich, ja. So, das wäre natürlich super. Dann lasse ich den da einfach nur in der Wüste liegen. Dann ist der besoffen eingepennt oder so. Das klingt gut. Das können wir machen, ja. Lass ihn uns vielleicht irgendwo hinlegen, wo man ihn relativ schnell findet, oder? Falls es heute Ja, tagsüber heißt. klar. Und Nachts, wenn es kalt wird, meinst du? Ja, nachts, wenn es kalt wird. Gut. Ja, wieder, dann Bruce nimmt ihn jetzt so alleine, so auf beiden Armen. Okay. Huch. Fehler weg. Feder. Feder spielt wieder rein, raus Spiel. Ja, dann suchen wir eine schöne Stelle für ihn und dann würde ich probieren, ihm in bester John-Manier das Gedächtnis zu löschen an die Begegnung mit Bruce. Dominate 1, ne? Ja. Drei Erfolge, ja. Jetzt muss man, ist glaube ich, gar nichts verwürfeln, oder? Jetzt bei einem Menschen. Ich denke mal nicht. Bei einem Menschen musst du, glaube ich, nichts würfeln dafür. Isaiah hat das doch auch, ne? Ist das nicht? No roll is required against an unprepared mortal victim. Ja, siehst du. Isaiah hat das nicht Wunderbar. genannt, den anderen, die andere Dominate-Kraft, du eins genommen. Bist gemutet. Ich habe Compel, ich habe keinen, was auch immer das war. Cloud Memory. Genau. Ja, dann löschst Ich du ihm hab. die letzten 5 Minuten aus seinem Gedächtnis. Genau. Währenddessen steht bloß so die ganze Zeit ran und läuft immer so schwer und guckt, ob da jetzt nicht noch einer kommt, dann ne, die Arme in die Hüfte gestemmt. Und? Ich schätze mal, es hat funktioniert. Bist du dir da sicher? Weiß man nie so genau. Okay. Und der macht so ein. So, ohne zu atmen dabei. Wie gesagt, getrunken hat er sowieso, also vielleicht. Du hast recht. Du hast. Danke. Und dieser große Typ kommt auf dich zu und drückt dich einmal so. Und als er dann merkt, dass er die Frau gerade drückt, dann lässt er ihr sofort los. Oh, Entschuldigung. Ich möchte keinen Ärger mit Erna bekommen. Ich auch nicht. Vielleicht möchtest du dich erstmal bei uns im Apartment kurz ein bisschen beruhigen. Der Dicke und ich waren gerade unterwegs, was zu trinken zu besorgen. Und ich würde das gern diesen Plan weiterverfolgen. Ja, klar, nee, ich gehe von hier aus zum Trailer, ist das nicht ganz so weit. Ich muss los, ich muss noch für den Umzug vorbereiten. Wir sollten uns auch irgendwie noch mal alle treffen jetzt mit den ganzen neuen Informationen, die wir haben. Ja, das stimmt. Ich bräuchte vor allem, und holt so sein Smartphone raus, ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Kann ich eure Nummer haben oder so? Dann muss ich nicht immer hoffen, dass ich einen von euch treffe. Ruf am besten im Hotel an. Ich habe kein Smartphone. Andrew hat auch keins. Oh, okay. Das Dann. wäre mit der Inquisition zu gefährlich. Wie zu gefährlich. Ja, Sie können Anrufe nachverfolgen. Bruce macht einmal so ganz laut Klick. Und nachdem Sie uns eh schon auf der Spur waren, haben wir beschlossen, uns davon fernzuhalten. Natürlich. Okay, ja, gut, dann ich werde dann da mal anrufen. Dann kommen müssen. Dann geht Bruce so. Er wirkt immer noch sehr verwirrt, aber geht dann halt irgendwie in Richtung vom Motel weg. So, ich
wie gesagt, ich muss zum Trailer. Ich geht ruhig was trinken, viel Spaß und ja, er hat so das Smartphone in der Hand, guckt da so drauf, jetzt so Musst du heute Abend wieder arbeiten? Ja, um 11. Wie spät haben wir es denn jetzt? Komm doch einfach nochmal bei uns vorbei, bevor du zur Arbeit musst. Kann ich machen, ja. Dass wir nochmal in Ruhe reden können und eben nicht telefonieren müssen. Längere Zeit. Ja. Ich muss jetzt auch los. Ich muss noch meine Sachen holen. Und so. Dann bis gleich. Bis gleich. Und sehr verwirrt tapst dann durch die Brüse. Und guckt so auf sein Smartphone und fängt wohl wild an, irgendwas auf Grund zu tippen. Aka, er löscht jetzt alle Kommunikationsmittel. WhatsApp weg. Weg. Ja, findest du auch eine WhatsApp-Nachricht von Lady Knutzen. Oh, die als. Also, bevor ich das lösche, dann gucke ich das nochmal an und dann so. Nein, das behältst du. Das ist ein Katzenfoto von Boogie. Jetzt Katzen. Und eine Nachricht irgendwie. Ich habe tolle Neuigkeiten. Treffen wir uns heute im Pub. Dann werde ich hier so auf dem Weg noch zurück. Also erstmal natürlich 3 Herzchen oder sowas für das Foto. Oder nee, 4. Das wird cringy, ja. Herzchenbilder. Dann so zurück. Ja, klar. Muss von 11 bis weiß ich nicht genau arbeiten, aber ich komme dann danach auf jeden Fall vorbei und freue mich schon, bin mal gespannt, was es gibt und so. Dein Freund ist nicht zum Kanasterabend gekommen, kommt dann zurück. Also, was? Ich rede nochmal mit ihm. Das geht so nicht und macht so einen wütenden Smiley. Verdammt. Ja. Ja, und dann so Smalltalk-mäßig dann. Ja, würde dann nach Hause gehen. Gut. Ja, Sam wollte jagen gehen. Wie jagt Sam nochmal? Mit? Das ist eine gute Frage. Ich muss nochmal kurz nachschauen. Eher über Charisma. Also eher. Was hattest du für einen Predator-Type? Scene Queen. Und dann, wenn du damit jagen möchtest, ist es Manipulation, Persuasion. Genau. Ich weiß nicht. Ich würde gucken, ob da irgendwelche jungen Typen unterwegs sind, die so die Interesse an Sam als Person haben könnten und die ein bisschen anflirten und. Also auf der Straße jetzt. Mhm. Ja, ich denke aber, es ist derselbe Wurf. Ja. Ich schätze mal, in einen Club zu gehen, würde jetzt zu lange dauern. Mhm. Ist das? Manipulation und Persuasion, richtig? Ja, und ich schau mal grad. Ich denke, Zweier müsste das, ja. Manufacturing Warehouse, ne. Middle Class Suburban. Nee. Eine Zweier Difficulty ist das hier draußen schon. Das heißt, ich verliere Würfel, richtig? Nee, du brauchst nur 2 Erfolge. Ah, okay. Damit du was findest. Gut. Und du dir halt sorglos dann trinken kannst. Mhm. Ja. Da sind deine 2 Erfolge. Gerade so. Aber du kannst halt trinken. Ja. Yep. Reduzierst deinen Hunger auf 1, nicht wahr? Genau. Okay. Gut. Und dann kann ich ja versuchen, ob ich für den Dicken auch nochmal jemand quasi anlocken kann, wenn ihm das genehm wäre. Gerne, noch einen Wurf. Falls er keine anderen Wünsche hat. Auch da 2 Erfolge gerade ebenso. Ja, ist auch der Dickes. Er hat auch seinen Hunger gestillt. Und Dong. Gerne doch.
Dann lass uns wieder zurückgehen. Nächstes Mal lade ich dich auf ein Getränk ein. Okay. Dann lass uns mal wieder zurückgehen und gucken, ob John schon erfolgreich war. Mhm. Ja, Aisea erwacht in der nächsten Nacht. Jo. Und muss auch erstmal was trinken. Was ist dein Predator-Type? Auch Steam Queen. Ja, dann hast du denselben Roll. Manipulation, Persuasion. Und wo du bist aber jetzt in einer besseren Umgebung da mit deinem Apartment, ne? Das ist absolut richtig, ja. Healthy Working Class oder was? So, ja, Business District, ne? Ja. Ne, ich wollte schon irgendwie so ein bisschen was. Das ist ja quasi halt in so einem Häuserblock, aber halt Souterrain so, weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie. Geht ja jetzt nur um die Umgebung. Was ist denn da sonst so? Weiß nicht, kennst du Nippes? So stelle ich mir das ungefähr vor. Weg. Sowas Normales. Ist kein fancy Ding, aber. Working Class Neighborhood, okay. Ja, sowas. Und drei Erfolge zum sicheren Trinken. Okay. Vier Erfolge, damit kannst du sicher deinen Hunger stillen. Sehr gut. Gut. Und was hat Aisea dann vor? Erstmal habe ich eine Frage. Ich habe Aggravated Damage genommen. Mhm. Oder Severe, ich weiß nicht, wie der hier heißt. Ja. Ich möchte den heilen. Ja. Das kann ich einmal pro Nacht machen. Oder einmal pro Tag. Ja. Das würde ich gerne noch machen. Ich schau gerade mal. Wieder meine... Ich habe gerade den Screen auf. Blood Potency für Heilung. Die Tür wieder nicht. Ich glaube, du kannst einen heilen pro Nacht, ne? Ja. Für einen Rouse-Test. Dafür musst du einen Rouse-Test machen. Ja, ich denke schon. Okay. Und ich kann quasi jederzeit mit einem Rouse-Test einen Superficial Damage heilen. Ja. Mhm. Okay. Aber erstmal den Sphere. Aggravated heißt er, ja. Ja, das. Gut, das heißt, es steigt der Hunger wieder und. Und verliere einen Schaden. Ja. Gut. Okay. Vielleicht muss ich mir dafür auch nochmal ein Template hier machen, damit ich das schnell sehen kann, was man da wie machen kann. Aber gut. Alles klar. Danke. Frage bleibt. Regroup. Ich möchte mich wieder mit den Menschen im Hotel treffen. Okay. Und zeitig zu meinem Nichtklüngel zurückkehren. Gut, dann ist der Einzige, der nicht im Hotel ist, momentan Bruce, ne? Was machst du zuerst dann an dem Abend? So, ich jetzt. Mhm. Erstmal zurück zum Trailer, natürlich. Mhm. Dann auf dem Weg halt irgendwie, also er wird so schnellen Schrittes da hineilen. Natürlich immer der Lady Knutzen antworten. Ja. Und halt sagen, dass ich so nicht im Eis fand, aber ich will mal vorbeischauen. Dann zuallererst zum Trailer und halt gucken, ob Anna noch da ist. Ja, die ist noch da. Oh, endlich. Der klopft sich nochmal so die... Ich war nach der Arbeit noch, oder nachdem wir bei Aisea waren in seinem Büro, sind wir zusammen noch, weil es irgendeine Art Notfall gab, also bin ich nach der Arbeit wieder dahin, weil ich dachte, wir treffen uns da alle nochmal bei seinem Büro. Kam erst niemand. Irgendwann kam er dann doch. Dann sind wir zu den anderen ins Motel. Das war... Ja, das hat ein bisschen länger gedauert und dann wollte ich rück nach Hause laufen und die Sonne ist schon aufgegangen, also kurz davor und dann habe ich das so gemacht, wie du es mir beigebracht hast. So
nach unten in die Erde. So dieses, wir schlafen können auch wo draußen und dann habe ich nicht mehr daran gedacht, dir zu schreiben. Aber ich habe die Boxen gepackt. Dann wird's hier, Bruce, du das erstmal umgucken. Na gut, so viel Zeug hast du nur auch nicht, ne? Oh, das ist klasse. Das ist. Puh. Okay. Ja, gut. Ich muss nachher noch arbeiten. Um 11 ungefähr. Für den Schnüsselsack. Habe ich noch gar nicht drüber. Haben wir noch gar nicht geredet. Und er wird sich so auf seine Pratze setzen. Oh. Aber erstmal, was hast du letzte Nacht gemacht? Wir haben uns ja beinahe gar nicht gesehen. Mit Ausnahme. Mich abreagiert. Von okay. Dem anderen Schnöselsack warst du dabei. Ja. Glaube auch genauso wie die andere. Wie heißt sie nochmal? Angela? Mhm. Da war der ein bisschen ähnlich. Okay, aber sonst? Warst du schon was essen? Mhm. Ja, okay, perfekt. Ja, der mit dem Marker ist am Morgen. Was perfekt, dass wir alle schon geplant haben. Also, oder nee, jetzt mal kurz off-topic. Der Planer hat gesagt, also nach der Woche kauft er das, oder? Ja, ja. Genau. Okay. Also dann bezahlt er die Rechnung. Ne? Okay. Ja, weil ich meine auch, dass Bruce mal gesagt hat, dass halt von dann wahrscheinlich schon früher reinkommt. Ja, hat er mit dem Makler geschrieben, glaube ich. Mhm. Weiß ich aber nicht, ob dann der Termin heute war oder dann morgen. Ja, sag du es mir. Ich guck mal. Kurz. Ne, ist morgen. Dann bist du. Gut. Ach, okay, perfekt. Dann können wir da morgen ganz ruhig hingehen und dann können wir alles auspacken und so. Oh, super. Denn heute war echt stressig. Aber egal, was hast du heute vor? Werd mal ein bisschen Ausschau halten nach alten Freunden und so. Freunde? Anscheinend ist ja hier in der Stadt nichts mehr so, wie es mal war. Okay, aber nach wem suchst du? Ich meine, ich wohne ja schon ein bisschen länger. Vielleicht kennt man ihn. Ich glaube nicht. Oder kanntest du Iddo vorher? Oder kanntest du Iddo vorher? Kannte ich Iddo vorher? Nein. Ah, kannst du ja versuchen. Also du willst mir auch nicht sagen, wie sie so ein bisschen vorwurfsvoll an. Ich bin mir noch gar nicht sicher, genau wen ich über alles suchen will. So, okay, ich will dazu nicht weiter sagen. Dann überlegt er das erstmal ruhig. Wenn ich da ein bisschen abschätzen, ob das, was dieser Ventru gesagt hat, stimmt und wie gut man den vertrauen kann. Das ist eine gute Idee. Das weiß ich auch noch nicht so richtig. Irgendwie, keine Ahnung, er versucht ja auf nett zu machen, aber nicht. Also, du meinst den Schnösel im Blond, bei dem im Büro. Der mit den Handschuhen. Ja. Der mit dem Büro, in dem wir uns getroffen haben. Ja, genau. So viele Schnösel hier kennengelernt. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Denn, ich vertraue denen immer noch nicht, Bruce. Nein, das glaube ich. Sei vorsichtig. Ich auch nicht. Ja, das stimmt schon. Ja, und Bruce wird sich dann halt noch parallel dazu nochmal umzuziehen. Er ist ja da aufgetreten mit so Hoodie, Pullover und so einer fast älteren Hose und dann wenn das noch nicht weggepackt ist, hat er in so einer Plastiktüte immer seinen Anzug jetzt und seine Hose und so für den Einsatz und so. Guckt er in den Schrank. Anna, hast du die Tüte schon weggepackt? Ja, irgendwo hier in dem Karton.
schiebt dir den Karton rüber. Und Bruce dreht sich so über den Karton, macht den auf und tut dann alles einfach nur irgendwie also an den Rand, bis dann wahrscheinlich so ganz unten die Tüte ist. Na, ist egal, muss am Leben. Draußen stopft einfach alles irgendwie wieder da rein. Quetscht auch noch so ein bisschen, dass der Karton wieder zugeht. Ach, das brauchte ich noch. Dein Handy klingelt, Fuß. Ja, ich guck mal. Unbekannter Teilnehmer. Nee, drück aus. Gut. Unbekannt, das sind immer diese komischen Verkäuferanrufe, die ich immer. Ja. Kein Geld zum Kaufen. Ja, wie gesagt, der wird sich dann umziehen erstmal. Soweit. Dann halt noch so ein bisschen erzählen. Ja, wie das dann quasi für ihn war. Das erste Mal, das ist ja seine erste Erfahrung mit dieser Kraft gewesen. Sich in der Erde versinken für ihn angefühlt hat und davon so ein bisschen berichten, ne, dass sie. Und dann natürlich auch die Geschichte mit dem Typen, der da am Pinkeln war. Da haben dir die beiden anderen wohl geholfen, ne? Absolut. Ich muss auch sagen, mit dem Dicken komme ich immer noch nicht so ganz klar. Ich kann den irgendwie gar nicht einschätzen, aber sie wirkt eigentlich ganz in Ordnung. Aha. Nur immer, ja. Guckt so ein bisschen vor zurück. Also, ne, nicht falsch. Also, wird halt nett. Die andere ist so ein bisschen. Sie nicht. Ja, sie atmet so ganz tief ein. Also sie atmet ein. Kriegt dann so einen leichten. Also ja, atmet ein. Kriegt dann so einen leichten. Ja. Rümpft so ein bisschen die Nase. Und was das jetzt anspricht, nur der Gesichtswürfel entscheidet. Ja, er wird das auf jeden Fall ansprechen. Nee, er zieht sich so gerade das Sakko an. Okay. Habe ich ihm was falsch gesagt oder warum guckst du so? Nein, eigentlich nicht. Ich hab dir schon gesagt, du sollst aufpassen. Ah. Ja, nicht so gut funktionieren mit der Erde, deswegen. Das war für mich jetzt das Einfachste. Ich meine eher diese anderen Vampire. Diese Camarilla-Beutel. Ja, du weißt besonders die Frauen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja. Du als schmucker Typ. Er guckt 20 runter. So. Ja, jetzt hast du das schöne Sakko an. Guck, er sieht so ein bisschen. Na, ach komm, jetzt hör auf. Der passt mir ja nicht mal richtig, der ist ein bisschen zu groß und dann musst du den Ärmel. Ja, mir musst du das nicht sagen. Ja, aber wirklich, das ist. Gerade hier die Blonde hat doch ihren Freund, den. Wie heißt der? Adam? Nein. Ich hatte den Namen vergessen. Der vor der Tür hier. Egal. Ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen. Da war nichts. Und nein. Du kannst üben. Sie lächelt und nickt mit dem Kopf. Und atmet nochmal tief ein. Was soll ich dir jetzt sagen? Kann ich dir irgendwas sagen, dass du damit aufhörst, mit diesem. Ich dachte, du hast mir schon alles erzählt. Ja, habe ich auch. Deswegen weiß ich nicht, was ich noch sagen sollte. Aber dieser Blick macht so dieses. Wir müssen alle vorsichtig sein, Bruce. Gerade wenn wir mit diesen Leuten umgehen. Ja, das stimmt auch. Ich habe ihnen auch sonst nichts erzählt, irgendwie von mir oder. Das ist gut. Gesagt. So wenig wie möglich preisgeben.
Das ist gut. Okay, gut. Wie spät ist es jetzt gerade? So, circa. Ja, dann müsste es jetzt schon los. Okay, kannst du nur einmal gucken, ob die Fliege sitzt? Und er geht so ran, macht so ein... Sehr gerade. Nochmal so, okay, okay, danke. Drück da nochmal so ein bisschen drin rum. So jetzt? Oh, okay, ja. Ich sehe das dann nicht so gut. Okay. Hervorragend. Ja, dann geht er nochmal halt eine andere ran. Er drückt sie so nochmal so, denn ich muss jetzt los. Okay. Dreht sich um, geht raus und sie haut dir nochmal auf den Hintern. Ja, so ein bisschen awkward bleibt er stehen, guckt nicht zurück und dann wird später. Und dann wird so. Wird später. Mhm. Dreht sich wieder rum. Bis später. Nein, Mann! Und dann machst du die Tür zu. Ach, verdammt. Ja, okay. Bisschen betroppelt geht er dann los. Ja, Isaiah und Samantha im Motel. Jawohl. Ja. Ich komme wieder mit Taxi an. Und, klingel mich, oder ich weiß ja jetzt, wo die sind, und ich gehe einfach hin und klopfe an der Tür. Hat John seine Pflicht schon getan? Ja. Super. Hatte. Andrew sieht, also verhält sich wieder völlig normal, also ja, er weiß von gestern so nichts mehr. Außer das, was halt wichtig ist. Also nicht wichtig ist. Man merkt aber, dass das John ziemlich mitgenommen hat. Also der ist ziemlich kaputt. Hat sich so irgendwie in den Sofamöbeln hingehockt und hält sich die Seite. Gut. Wir hatten ja den Plan, den Gegenkandidaten in eine prekäre Situation zu bringen. Richtig. Und das sollten wir auch zeitnah durchziehen. Ich glaube, wir haben noch 2 Tage bis zur Wahl. Mhm. Ich weiß, ich müsste das jetzt mal zählen, aber ich glaube schon, ja. Um da, ich sag mal, Wirkung dahinter zu bringen, sollten wir das schon heute durchziehen. Ja. Wir haben am 21.10. angefangen und sind jetzt am 25.10. 25. Ja, das heißt, ja, noch 3 Tage. 3 Tage. Ja. Ich denke schon, dass das sinnvoll wäre, das heute zu machen. Ich denke mal, John, du kommst nicht mit, oder? Ich kann nicht. Gut. Weiß er ja mal, wir schaffen es zu dritt? Das sollte kein Problem sein. Und in Isaiahs Kopf ist so ein bisschen anything John can do, I can do better. Ja, würde ich sagen, wir nehmen das Auto und fahren hin. Kamera hast du dabei? Oder müssen wir die noch bei dir abholen? Nein, nein, habe ich dabei. Gut. Ist zum Glück nicht zu Bruch gegangen, als Angela durchgedreht ist. Wie stellen wir es am besten an? Ich würde sagen, wir gehen zu dem Wahlbüro, lenken die beiden Mitarbeiterinnen hinreichend ab und dann sorgen wir dafür, dass wir passende kompromittierende Fotos schießen können. Ich Gut. denke nicht, dass wir von viel Security oder Bewachung, das wird sich ja seit vor ein paar Tagen nicht viel geändert haben, denke ich. Wir sollten auf alle Fälle vorsichtig sein, falls dieser schwarze Lieferwagen wieder da steht. Ach, das hast du gar nicht mitbekommen, oder?
Nee, ja, ich war's da, glaube ich, mit Angela alleine, ja. Ja, ich weiß nicht, wir haben es den anderen ja schon erzählt, aber ich glaube, da war ich. Das nee, nehme ich. Hab keine Ahnung. Gut, dann erzähle ich dir das jetzt noch. Das nehme ich unsere Freunde vom FBI oder Gesundheitsamt beim Gegenkandidaten aufgeschlagen sind. Und was wollten die von dem? Wir wissen es nicht genau. Angela konnte hören, dass sie mit ihm diskutiert haben und dass er darüber nicht erfreut war. Wir wissen aber nicht wirklich, was besprochen wurde. Das wäre doch voll gut, das mal von ihm zu hören. Wir sollten bloß vorsichtig sein, nicht, dass die ihn noch beobachten und wir ihn direkt in die Fänge laufen. Ja, auf jeden Fall. Wann ist das passiert? Es ist noch nicht lange her. Gestern. War das gestern? In der Folge mit Amanda, glaube ich, oder? Nee, kann doch. Ja. Ja, in der Folge mit Amanda. Weiß ich zufällig ganz genau, da bin ich nicht gerade. Gut. Das ist sehr gut. Das ist nämlich eine von den Folgen. Ich bin ja noch nicht dazu gekommen, die nachzugucken. Da habe ich nur die Zusammenfassung gelesen. Aber gut, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Gut, dann macht ihr euch auf den Weg. Genau. Dann würde ich sagen, wir fahren erst einmal vorsichtig die Straße dort entlang, um zu gucken, ob dieser schwarze Lieferwagen wieder da steht. Leider ist das Büro komplett dunkel. Also da scheint auch überhaupt niemand zu sein. Verdammt. Hey. Okay. Der Dicke weiß doch, wo er wohnt. Wo? Oh. Wir könnten mal bei ihm zu Hause vorbeifahren und schauen, ob dort Licht brennt. Wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz den Dicken einen Blick werfen lassen, ob wirklich niemand da ist oder ob die einfach nur, keine Ahnung, im Dunkeln arbeiten oder so? Können wir machen. Gucken. Das wäre super, danke, Dicker. Während der dann schauen geht, kommt Bruce wieder bei seinem Arbeitgeber an. Der allerdings nicht auftaucht. Ansonsten ist er ja immer schon da. Wenn du auftauchst. Ja, Bruce würde sich nochmal genau umschauen, ob der nicht doch irgendwo an einer anderen Ecke steht. Dann läuft er so einmal ganz kurz auf und ab. Guckt so. Würde er dann vielleicht auch noch einmal in das Hotel hineingehen? Mhm. Oder irgendwo treffen? Ja, das ist eine. Es ist halt, geschäftiges Treiben in der Lobby. Aber den Pranava siehst du da gerade nicht. Der ist ja auch ziemlich auffällig, glaube ich. Ne? Sonst schon, ja. Dann würde er mal. Er weiß ja mittlerweile, wo es ist, in die Tiefgarage gehen und gucken, ob das Auto denn da steht. Das Auto steht da, ja. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. Würde zumindest noch ein paar Minuten dann vor dem Hotel warten. Mhm. Schaut sich um. Fühlt sich auch so ein bisschen verloren gerade, weil er halt in so, für ihn halt total ungewohnt, immer noch ungewohnter Kleidung da steht. Er fühlt sich ja wahrscheinlich ein wenig doof, irgendwie mit Fliege da jetzt so alleine rumzustehen. Dann geht er zur Rezeption. Bin dann. Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend. Hat zufällig ein Mr. Panava Ihnen eine Nachricht hinterlassen oder wissen Sie, ob er das Gebäude verlassen hat? Ich weiß nicht, kennen Sie ihn? Er müsste ja nicht in diesem Hotel eingecheckt sein. Sie sind? Sein Chauffeur, Miss Warren. Ah. Ich, so ein... Hier, ein Umschlag für Sie. Okay, vielen Dank. Dann, bitte? Schönen Abend noch. Und dann
geht er halt vor das Hotel und guckt da rein. Steht: Lieber Mr. Warren, da ich Sie telefonisch nicht erreichen konnte, nun diese kleine Nachricht. Ich habe an diesem heutigen Abend etwas anderes Wichtiges zu erledigen und brauche Ihre Dienste heute nicht. Wir treffen uns morgen wie immer. Ja, Bruce geht, nimmt sich an irgendeine Häuserwand. Geht's nicht direkt zur Straße gewinnen, sondern vielleicht ne, in diese Gasse hinein. Schaut kurz nach oben. Sein ja! Ja! Dann er wieder so, fasst er sich. Faltet ganz, ganz adett diesen Zettel zusammen, in den Brief. Steckt ihn sich so in die Tasche. Ja, und würde das nicht total albern aussehen, weil er wirklich so. Ja, genau. Lalala, wieder, wo geht er denn hin? Denk mal dran, Bruce. Wenn der Lehrer nach 15 Minuten nicht da ist, dann fällt die Stunde aus. Offiziell. Ja, genau. So nach dem Prinzip, so wie so ein vorgerechter Schüler. So, ja, Schule aus. Ja, ich würde wahrscheinlich nur um sicher zu gehen, auch nochmal vielleicht ein Minütchen da rumstehen und so gucken, aber dann sie auch denken, ach, egal. Und ja, würde erstmal wahrscheinlich nochmal rückfahren zum Trailer. Sich umziehen vor allem Dingen. Ja. Ja, wenn da keiner mehr ist, dann. Nee. Oh, Himmel sei Dank. So schnell dieses Kur aus. Bah! Faltet das nur so. Also hängt das über den Bügel und den dann halt so an diesen kleinen Wärmeschrank. So. Oh, zieht sich wieder so ein Hoodie an. Oh. Schaut sich nochmal genau um. Also, ne? Einer ist wahrscheinlich ja schon weg. Mhm. Oh. Und legt sich einmal ganz kurz so ein bisschen auf seiner Matratze und bleibt mal da so ein paar Minuten. Oh. So ein Schläfen. Der Fernseher ist schon eingepackt. Eigentlich ja. Ist alles schon eingepackt. Und dann fällt ihm ein, verdammt, eigentlich wollte ich doch vorher noch zum Motel. Also, bevor wir zur Arbeit wollte. Mhm. Ja. Verdammt. Ganz kurz, was er tut. Ja. ja, wird dann eigentlich zum Pub fahren. Dann okay. Denkt sich so, ach, die sind eh weg, ne? Nee, hast jetzt vergeigt, passiert, aber. Er fährt zum Pub und wir springen wieder zu Sam und Isaiah, die ja beim Haus, das, also ihr wartet, bis der Dicke wiederkommt, er meint, alles leer. Okay. Gut. Dann müssen wir zu seinem Haus fahren. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht nochmal in die Wahlkampfzentrale? Ich weiß es nicht. Aber wir Sonntag. Können auch zuerst in die Wahlkampfzentrale fahren. Hm. Wobei ich nicht weiß, ob du dich da unbedingt mal blicken lassen solltest. Dann musst du mal reingehen dann. Ja. Da ist natürlich geschäftiges Treiben in der Wahlkampfzentrale. Wird noch schwer gearbeitet. Wie viele Leute arbeiten da ungefähr? Bestimmt so um die 20. Okay. Ich weiß, was wir machen? Wir gehen zu dem Pizzalieferdienst, wir besorgen dort Pizzas. Dann kann ich mit den Pizzas da reingehen und sagen, hier, Überraschung. Dann habe ich einen Grund, da reinzulaufen. Und stehe nicht einfach so da, so, ja, ich suche Sam, die Pizzabotin. Das ist... Dann kann ich in Ruhe gucken, ob er dort ist. Ja. Und vielleicht im Zuge dessen auch fragen, wo er ist. Überraschend solider Plan. Klar, lass uns das machen. Mach mal Manipulation und Performance für deinen Pizzaboten-Auftritt. Ups. Vier Erfolge, ja, perfekt.
Genau. Du guckst dich ein bisschen um im... genau. Ja. Der Wahlmann, also der Bürgermeisterkandidat, hat einen, bringst du in Erfahrung, einen letzten offiziellen Termin. Und zwar ist er bei einer Modenausstellung heute Abend. Hält da eine Rede. Aber dann würde ich mal sagen, ich finde auch raus, wo die ist, oder? Ja, das mit Sicherheit. Ist nicht schwer rauszukriegen. Dann würde ich sagen, wir machen uns schick und laufen dort auf, oder? Ich gucke sagen wir runter. Endlich mal die beiden in ihrem Element. Ich bitte dich, machen uns schick. Ja. Du bist ja vielleicht im Alltag schon schick, aber der Dicke und ich würden vielleicht nochmal ein bisschen eins draufsetzen. Ich glaube, also, ich bleib einmal lieber draußen. Okay. Also er guckt so einmal an mich beim Rauchen runter so. Ja. Lass uns kurz zurück zum Hotel. Ja. Gut, dann fahren wir schnell am Hotel vorbei wieder und zurück zum Hotel. Das bringt mich dazu, wieder zu Bruce zu schalten. Im Pub. Betrittst den Pub. Getraute, vertraute Geräusche. Das Prosten von Gläsern. Also, er atmet nicht wirklich ein, aber ey, ist wirklich so dieser Abschütten von allem, was ihn gerade so gestresst hat, und das ist halt wirklich so wie ihn nach Hause kommen. Und es setzt sich halt, wenn da noch mal Platz ist, ja, hoffentlich, vorne an den Tresen. Wo die alte Lady Knutzen kommt dir schon entgegengewackelt. Ah, hi, Abend. Na? Bruce! Du bist ja früher hier, als ich dachte. Ich dachte, du musst arbeiten. Ja, ich auch. Aber der reiche Schnösel hat gemeint, ich habe was viel Wichtigeres zu tun und heute nicht. Der das trifft sich ja gut. Der dieses Stück Pergament hoch und hat es noch mehr zusammen weg. Da. Dann kannst du ja ein Bier mit mir trinken. Aber sicher! Oder also zwei. Richtig. Oder wie immer mehr. Das setzt sich dann halt wirklich so richtig glücklich wie so ein kleines Kind. Ja! An den Tresen. Da. Wir haben schon lange kein Bier mehr zusammen getrunken. Oh, das stimmt. Die letzten Tage waren noch alle. Puh! Ja. Karl? Dort ist in der Summe zwei. Weißt du, Bruce? Ich habe ja immer gesagt, du sollst mal aus diesem Trailerpark ausziehen, nicht wahr? Nee. Ja. 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 Und zu mir ziehen wolltest du ja nicht, nicht wahr? Nee, das finde ich komisch. Also. Habe ich mir gedacht. Ich habe dich ja auch oft genug gefragt. Aber ich muss das Zimmer trotzdem irgendwie vermieten. Okay. Ich habe jemanden gefunden, der das Zimmer mieten will. Sieh sie so ein bisschen argwöhnisch an. Okay. Du kennst diejenige. Diejenigen. Naja, seit heute. Wie heißt der denn? Ist das ist eine der? Die. Eine Die. Ah, okay. Puh. Ach, also. Ja. Okay. Wer ist sie? Das ist ein fröhliches, junges Mädchen. Mit allerdings etwas komischen Haaren, so mit gefärbt und so. Aber gut. Die Jugend. Ja, das ist auch mittlerweile normal, aber geht's ein bisschen näher. Denk mal genau danach. Also, ne? Denk mal nach. Ja. Was könnte denn ein junges Mädchen bei dir wollen? Naja, ein Zimmer. Ich meine, aber das wird doch schon ein bisschen komisch, oder? So ein junges Mädchen zieht's in die Wohnung von alten... Naja, sie hat gesagt, sie hilft mir beim Haushalt. Und dafür bin ich beim Preis etwas runtergegangen. Okay. Und du würdest ihr auch vertrauen. Also das ist nicht so eine... Also die denkt bei dir auch, diesen Enkeltrick durchziehen zu können. Naja, ich bin ja schlau, ich habe mir ja ihren Arbeitsvertrag zeigen lassen, dass sie eine Arbeit hat.
Okay, als was arbeitet die denn? Sie ist, wie nennt man dieses hier? Irgendwas mit Computern. So, wenn man... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Früher nennte man das Zeichnen. Ach, so, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. Also, ich würde sie vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen, aber das ist deine Sache. Das freut mich, dass du das sagst, weil da vorne ist sie nämlich. Ich hole bloß sagt so zusammen. So. Mit so einem erschrockenen Blick. Hi. Aber ich glaub, der Koala, der Weib wirft dich jetzt einfach mit Weibern zu, bis du nicht mehr Nein sagen kannst. So schlimm. Tja. Ja, Bruce zuckt so zusammen. Dein Ernst? Und flüstert so zu. Ernst jetzt? Hi. Dein Ernst jetzt? Was denn? Weißt du, das Allerwichtigste, bevor ich den Vertrag mit ihr unterschrieben habe, ich habe erstmal geguckt, wie Boogie auf sie reagiert. Und? Er mag sie. Ist das nicht toll? Ich habe endlich wieder eine Mitbewohnerin. Okay. Gut. Ist deine Sache. Und der dreht sich nochmal so zu ihr um. Und sie hat mit uns Kanasta gespielt, statt diesem komischen armen Freund von dir. Ja, Freund ist weit gesagt. Ich kenne ihn. Aber, okay. Dann dreht er sich nur so ein bisschen ja, vielleicht beschämt um. Und will sie dann nicht auch vorbeikommen? Also, meine ich. Guckt sie in ihre Richtung. Sag mal, was du da gerade machst, gerade in der Kneipe. Ja, Jelly sitzt an einem anderen Tisch und hat, ich weiß nicht, ist der Kater da? Ja. Ja, das sind wir da. Ja, dann hat sie den Kater auf dem Schoß und spielt gerade mit dem so. Sieht sehr verspielt aus, wenn sie da mit dem Kater herumtollt und seine Pfötchen hin und her schubst. Ansonsten, ja, übliches Aussehen. Sehr viele Ketten, Ohrringe, lila Haare. Und mal einblenden kurz, ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn du dann zum Wiederholten mal rüber guckst, dann wird sie das irgendwann realisieren und grinst darüber so, hi. Hi, magst du nicht auch zu uns kommen? Klar. Ja. Es klingt aber auch so ein bisschen awkward. Das ist, ja, dann das nimmst du den Kater? Das ist der Besitzer von Boogie. Ah! Hi. Ja. Sie nimmt den Kater, setzt ihn sich wie ein Papagei auf die Schulter. Wodurch der dann hinten so in der Hoodie-Kapuze verschwinden kann. Und ja, sich bequem machen kann, kommt dann drüber. Freut mich, ja. Ich bin Jelly. Und streckt so die Hand entgegen. Bruce so ganz verlegen schreit er auch so, hi, und Bruce. so ganz überschwänglich, so dieses, so ein absoluter weird Handshake. Hey, hey, hey. Du hast ein nettes Tier. Ich weiß. Das ist das beste Tier. So ein bisschen trotzdem oben. Und dann würde er so den Arm so Boogie strecken und dann auch so ein bisschen unterm Kinn so. Ne, Boogie? Miau. Generell, meine Fähigkeit Sense the Beast ist tief. Mhm. Also sehe ich, dass sie nicht normal ist. Das ist jetzt schwer zu sagen. Moment, ich guck mal eben, was Sense the Beast genau macht. Ja? Mach mal Resolve und Animalism und Jelly macht mal Composure und Subterfuge. Und Jelly kriegt aufgrund ihres Zustands mal plus 2 Würfel. Yay! Animalism.
Ja. So, das ist erstmal Bruce mit einem Erfolg. Das sind, oh, das ist ein Biest. Ja, aber das lassen wir in dem Sinne jetzt gerade mal weg, weil das sind aber 4 Erfolge. Ja, das heißt, die ist völlig normal, die Frau. Ja, wir müssen auch sehen, bisschen wie... Bisschen kühl. Ja, wie Bruce sich auch so ganz, also offensichtlich ganz genau so beobachtet und guckt so oben nach unten, guckt so, was du dann in den Haaren hast. Wenn deine Augen länger auf mir verweilen, werde ich Miete verlangen. Hä? Was? Entschuldigung. Nein, ich. Stehst ja, ich muss ja so gucken, wer. Und du bist hier, du machst Bilder, hat Frau Knutzen gesagt? Ich bin Grafikerin, ja. Ich wollte eigentlich Tätowiererin werden, aber hat nicht so ganz hingehauen. Vielleicht jetzt, wer weiß. Würde zu dir passen? Guck so, deine Haare. Und lila Haare und so. Okay, cool. Und du bist neu hier? Guck so ein bisschen Hilfe so zu der alten Lady. Relativ. Oh, circa vor einem halben Jahr hier hingekommen. Und hängen geblieben irgendwie. Naja. Hat ja so ein bisschen Charme, so ein Altstädtchen. Ja, finde ich auch. Ich bin gerne in der Natur hier und so. Ja, die Wüste hat was. Ich mag diesen Überfluss, also so von Wüste und Stadt. Das ist, ja, das mag ich. Ich guck mal, also Gesichtswürfel ist wieder. Ja, der gute Gesichtswürfel. Gesichtswürfel ist klasse. Ja, Bruce will dann halt, wenn man auf die Wüste und so die Natur zu sprechen kommt, dann kann ja auch ganz viel Smalltalken. Jetzt so, wenn das Eis so gebrochen ist und dann so ein Thema kommt, wo er auch was zu sagen kann. Dann berichtet er halt, ne, schon ein bisschen länger hier. Ne? Also, bin jetzt schon ein bisschen länger hier. Und ich kann dir empfehlen, wenn du in Richtung Westen gehst, Westen, so Südwesten, und wenn du die Natur magst, dann musst du auf diesen, es gibt so einen schönen Vorsprung. Kannst du gucken, wie der Mond aufgeht. Und musst allerdings aufpassen, es gibt hier auch ein paar wilde Tiere, ne, die nachts aktiv sind, also aufpassen. Ich weiß nicht, kennst du dich mit Tieren aus so? Ja, du kaut so die Katze so ein bisschen. Also, dann weißt du, ob der Klapperschlange und so, dass du, ne, aufpassen musst, weil die siehst du nicht. Und wenn du auf die draus triffst, dann sieht schlecht aus. Ja, sie hebt so ein Bein von sich, zeigt auf ihre Stiefel, ich bin prepared. Wie hoch sind die Stiefel? Circa Knie. Guckt so ein bisschen. Das könnte reichen. Aber die sind auf jeden Fall sehr abgetragen. Ja, das kennt ja Bruce von sich selber, also ist das nicht so wild. Und dann macht er das so mit den Fingern so ein bisschen. Ja, das könnte passen. Dick sind die Zähne jetzt auch nicht. Und dann macht er halt so gute 1-2 Zentimeter so. Okay, also wie gesagt, ne, ist empfehlenswert, ist super da. Reicht jetzt öfter nicht mehr, aber da sind halt auch nicht so viele Durchreisende und so. So besoffene Camper und sowas wie beim Motel und so. Bruce? Ja? Wie ging das nochmal mit diesem Handy? Wenn ich hier, Warte. Was willst du denn überhaupt machen? Ja, diese Sperre ist schon wieder drin. Ja, guck mal, dann... Mit dem Daumen. Ach, mit dem Daumen? Okay. Ja, mit Zeigefinger geht nicht. Kleiner auch nicht. Daumen. Dann musst du, was hast du für ein... Ich glaube, das war dein Endsperr-Ding. Dann. So. Ja. Geht wieder? Ich glaube schon, ja. Moment. Ja, doch. Okay, danke. Ihr versteht euch prächtig. Ne? Ich muss kurz hier, ich habe eine Nachricht gekriegt. Kein Problem. Entschuldigung. Bruce hat mir das alles beigebracht, wie man das mit diesem Handy, mit diesem Telefon hier. Früher hatte ich so große Tasten an den. Das war immer ziemlich peinlich, wenn die Jugend kam und so. Lady Knutzen, dein altes Telefon ist noch eine Wählscheibe.
Bruce, ich versuche mich doch von... Ja, Bruce kichert so ein bisschen so... mäßig oder so. Ja, nix. Ein bisschen retro? Schadet doch nicht. Oh, Catherine, geht's ganz schlecht. Viele Leute, die wollen dahin zurück. Ich muss leider... Musst du los? Ja, Catherine kennst du doch vom Kanasterabend. Die... Mit der Perücke. Die mit dem netten Hund, ja. Hm? Ja. Um zur Richtung Jelly. Netter Hund. Er guckt so... Ich bin mit ihm klargekommen. Guckst so zu Jelly. Was? Du bist mit dem Hund klargekommen. Was? Ja, gerade so kleine Türen, denen muss man einfach zeigen, wo ihr Platz ist. Ja. Aber unverhofft hat er mir mal ins Bein gebissen. Aber ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall muss ich jetzt weg. Jelly, das tut mir leid, dass ich nicht mitkommen kann zu deinem Veranstaltungsding da, mit dem, wo du gezeichnet hast. Ich habe ja jetzt vielleicht eine neue Begleitung und sie schielt zu Bruce. Bruce reißt so die Augen auf. Was? Oh, das ist eine hervorragende Idee. Nee, pass mal auf, Bruce, hier, räumt so ihr Portemonnaie raus. Hier hast du $100. Für die Frau doch mal ganz gut aus. Ich hab, hallo, ich hab eine Freundin. Ja, ist doch gut. Sollst ja auch nicht mit, die ist doch viel zu jung für dich, Bruce. Sollst ja nur... Jerry an. Ja, da hast du recht. Sollst mich ja nur vertreten. Bisschen überfordert mit der Situation, okay. Komm, Boogie, ja. Wir müssen gehen. So, dann greife ich mir Boogie. Ne, so, Con mit einer Hand. Also, dann lege ich ihn so. Wahrscheinlich hat die alte Lady also so eine große Handtasche. Lass ich ihn so ganz, ganz sanft da reingleiten. So. Trau ihm noch mal einmal so kurz unter das Kinn. Wir sehen uns. Ja, mautst in deine Richtung. Das nicht mehr schlagende Herz pocht einmal ganz kurz. Ein Rouse-Test. So cool. Verlauf auf Live kann ich aber gut. Ja. Ja. Dann, wenn sie so... Ich muss aber jetzt wirklich los. Ja, wenn sie dann das Papp verlässt, dann... Geht's nicht gut. Dieses Jelly, diese Avocado-Creme von gestern. Ganz schlechte Idee. Ja, ich hab dir gesagt, da war was schlecht dran. Ja. Er greift sie so ans Ohr und will das so gar nicht hören. Ja. Ja, und dann, wenn sie dann... Also wirklich schlagartig, wenn die Tür zufällt... seine ganze Körperhaltung ist jetzt nicht mal so ganz so offen, sondern so ein bisschen mehr eingefahren. Okay, wo wolltest du denn hin? Zu so einer Modenschau. Ich arbeite da als Designerin. Schon wieder, Bruce, schon wieder! Nein. Du meinst die am anderen Ende der Stadt? Ja. Arbeite ich im Moment. Irgendwie mein vierter Job oder so. Ja. Wenn die alte Lady ihr Bier noch nicht ausgetrunken hat, nimmt er das jetzt und zieht das so einmal weg. Ich hab... Ja. Okay. Hab ich sie vielleicht schon da gesehen, als sie sich letzte Nacht mit dem Mr. Panava da war? Ja. Ich hab dich gesehen, ja. Oh, okay. Ja. Ja, okay. Eigentlich. Ja. Ich bin nicht so der Modentyp, musst du wissen. Gib dir einen Tipp. Spiel Bullshit Bingo. Dann ist es schneller vorbei. Ah, interessant. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon überlegt. Ja, okay. Oh. Was? Beide weg. Beide weg. Das ist sehr verdächtig. Mhm. Na, da kommen sie alle wieder. Sie verdunkelt sich und taucht plötzlich wieder auf. Nee. und danach, keine Ahnung, kann ich dir was ausgeben als Dankeschön? Ach, brauchst du nicht. Alles. Hat er gerade $100 gekriegt. Ja.
Ja, also, ja, wenn es sein muss, okay. Gehen wir dahin. Bruce wird so richtig down. Diese ganze anfängliche Freude ist auf einmal weg. Also, fühl dich nicht gezwungen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch nicht, aber... Ja, aber wenn die... Wenn die alte Lady was verlangt, dann macht man das so. Ich meine, ist halt so selten. Na komm. Dann das stimmt. Woher kennt ihr euch jetzt? Und dann... Ich habe ihre Anzeige gesehen. Ich habe sowieso eine neue Wohnung gesucht. Mein alter Vermieter war echt scheiße. Ja, kenne ich. Na gut, wann müssen wir denn da sein? Keine Ahnung, circa halbe Stunde, Stunde. Dann solltet ihr los, ja. Hast du denn ein Auto oder müssen wir mit den Öffis? Man kommt da ganz schlecht. Ich habe kein Auto, kein Führerschein. Ich auch nicht, toll. Also, einen Führerschein habe ich, aber kein Auto. Na gut, dann müssen wir los. Die Busse kommen ganz furchtbar hier. Okay, du bist der Boss. Yay, wir haben es geschafft, dass sie alle gleichzeitig ungefähr bei diesen komischen Dings ankommen. Aber Isaiah und Samantha wissen ja nur gar nicht, dass Bruce auch auf dem Weg dorthin ist. Das gibt Ärger mit Anna. Oh, oh. Ja, vermutlich, ja. Du gehst mit einer fremden Frau auf eine Veranstaltung und triffst dann da auch noch Sam. Oh. Also, ich muss an der Stelle nur mal gerade sagen, ne? Ich fühle mich da sehr, sehr gut, wenn es darum geht, wenn ich das nächste Mal mit Anna konfrontiert bin. Dann habe ich einfach Chips in der Hand. Yeah. Ja. Bekommt man für $100 kein Taxi, fragt der Percy. Das ist eine gute Frage. Will ich ja nicht ausgeben. Ja. Übrigens hat der Percy eben auch gefragt, ob dann die Lady Knutzen demnächst tätowiert wird. Die ist schon tätowiert. Ja. So eine Oma ist hier. Also, wir haben das nächste Motiv auch schon geplant. Es ist eine Katze. Komplett über den ganzen Rücken. Ach, <ich kann. lacht> Bilder in meinem Kopf. Ja. Ja, wie gesagt, ihr kommt ungefähr gleich an. Ja, Bruce und Jelly kommen, sind allerdings, ja, wir haben mal eine Karte und Isaiah und Samantha noch nicht. Ich habe einen Backstage-Pass, der ist meine Begleitung, also. Ja. Wir können ja gucken, ob wir noch Karten für die Veranstaltung bekommen. Ja, das sollte auch kein Problem sein. Also, ja. Ich denke, dann werdet ihr irgendwo dann kurz nachdem ihr euch eine Karte besorgt habt, zumindest Bruce dann mal so aus dem Augenwinkel wahrnehmen. Also in dem Moment, wo wir erstmal aussteigen und in Richtung der Kasse gehen, biete ich Samantha natürlich meinen Arm an. Natürlich. Den werde ich natürlich nehmen. Und dann gehen wir zusammen zur Kasse und ich kaufe Tickets für uns. Die Formen wollen ja gewahrt bleiben. Wie gesagt, aus den Augenwinkeln ist Bruce wahrzunehmen, wie er an der Schlange vorbeiläuft mit einer fremden jungen Frau. Kennst du die? Bruce schaut halt auch dabei sehr, sehr unwohl, also guckt sich so um. So richtig betröppelt und dann. Ist das Bruce? Und trottet hinterher. Das ist Bruce. Aber wer ist die Frau an seiner Seite? Nicht Anna? Nein, und ich glaube nicht, dass Anna das lustig findet. Vielleicht sollten wir das lieber erstmal für uns behalten. Aber wir könnten den beiden Hallo sagen. Das finde ich gut. Lass uns gemessenen Schritts zu den beiden herübergehen. Genau das werden wir tun. Wahrscheinlich erkundige ich mich gerade, ob das wirklich okay ist. So sicher, dass das okay für dich ist? Du bist nicht mein Babysitter oder so. Vielleicht gehe ich nicht mit in den Backstage-Bereich und guckt so an sich runter und hat halt wirklich so eine echt schäbige Hose und einen Hoodie an. Vielleicht bleibe ich eher außerhalb. Du könntest auch als Producer von der nächsten Hipster-Line-Kette durchgehen. So an sich runter. So diese alten Jeans, die verfranzen schon sehr am Ende. Nee, du. Aber viel,
viel Spaß. Ich bleib doch einfach genau hier stehen. Das ist so an der Wand. Ich bleib genau hier stehen. Du bist schon cool, Blues. Danke. Okay. Dann ist das ungefähr der Moment, wo wir zu euch kommen? Ja, er dreht sich so absolut erschrocken um. Okay, tschüss. Und dreht sich so zu euch um. Wer ist deine, was macht ihr denn hier? Nette Begleitung. Gut so, dann, das ist Jelly. Sie. Hi! Hi! Ich reiche ich Jelly. Ich nehme die Hand und machst du so, also ich gebe dir keinen Handkuss, aber ich mach so dieses so. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Isaiah. Freut mich. Ich bin Sam. Hi Sam, du siehst wundervoll aus. Dankeschön. Wie kommt es dazu? Ich könnte dich nicht völlig als Model mal abwerben, oder? Wir können drüber reden. Wow. Bist ich du kann dann, mir das richtig gut vorstellen. Dann bist du hier irgendwie involviert in die ganze Sache. Unterstützende Designerin. Vor allem für die Grafiken, die nachher hinten über die Projektion laufen. Schön. Wow. Bruce hat uns gar nicht erzählt, dass eine Bekannte von ihm hier mitwirkt. Ich kenne sie seit, guck so auf die Uhr, einer Stunde. Und aha. Schon hast du einen neuen Freund gefunden. Ist das nicht toll? Ich brauche dringend Freunde in dieser Stadt. Okay. Die jünger sind als 80. Okay. Nichts gegen die Lady, aber ich brauche echt mal Freunde. Noch ein Kanasterabend, genau stehe ich nicht durch. Noch mehr trockener Zitronenkuchen und ich weiß nicht was. Das ist der Moment, wo ich so den Kanaster, als der Kanasterabend erwähnt war, also so. Ich glaube, ich verstehe da irgendwas nicht so ganz. Mach nichts. Ich drehe mich zu Bruce. Bitte, wenn du Miss Knutzen siehst, richte dir meine Entschuldigung aus. Tut mir sehr leid, dass ich das verpasst habe, aber anscheinend hat sie ja Ersatz gefunden. Der dritte junge Mann. Bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Du warst der dritte junge Mann. Du möchtest nicht wissen, welche Hemisphären sie von dir auseinandergenommen haben. Ja. Sam kichert so leise vor sich. Ich wollte das wirklich nicht wissen. Bruce zuckt so innerlich so zusammen. Schön. Gut. Nichtsdestotrotz, Jelly, richtig? Stimmt es, dass der Mr. Jones heute hier sprechen soll? Oh ja, ich muss gleich auch noch eben schnell zu ihm noch ein paar Dinge wegen seiner Rede mit ihm abklären. Oh, wirklich? Cool. Du bist nicht nur Designerin, sondern auch noch für seine Rede mit zuständig? Nee, der will eine Bildschirmpräsentation laufen lassen und Technik. Ist nicht so seins, oder? Wer weiß. Schau ich muss mal. Aufpassen, dass er mir meine Einstellung nicht durcheinander bringt. Wir werden brennend daran interessiert, Mr. Jones mal kennenzulernen. Wir haben schon so viel von ihm gehört. Wäre es möglich, dass du uns vielleicht mit Backstage nehmen könntest? Also jetzt vor der Show wird es schwierig. Da hinten ist gerade echt viel los und ich muss dann auch noch anpacken. Aber vielleicht in der Pause? Gerne. Hört sich gut an. Okay. Ich muss dann jetzt auch los. Tut mir furchtbar leid. Nehmt euch einen Platz und sagt mir, was ihr davon haltet. Werden wir machen. Bin überzeugt, es wird wundervoll. Ja. Dann. Ich falle übrigens sehr auf unter diesen ganzen in Abendkleidung adrett gestalteten Leuten, wirklich halt so ein bisschen sehr punkig. Mit den Haaren und allem. Es schreit so Designer. Alternativ. Ja,
So geht die erste, der erste Teil des Abends, wenn ihr nicht habt, ihr noch irgendwas vor, dann ihr zwei oder ihr drei, besser gesagt. Also Jelly muss ja arbeiten. Ich würde mich noch ein bisschen umschauen, ob der Bürgermeister einfach nur Backstage rumhängt oder ob der hier vielleicht schon irgendwo rumtrödelt. Ja, vor allem, ob er irgendwie, wenn er hier rumtrödelt, ob er Security im Schlepptau hat, ob seine Familie da ist. Ja, er ist tatsächlich mit seiner Familie da. Und ja, hat auch so einen Bodyguard mit dabei. Okay. Bruce sucht die Bar. Es gibt einen Sektempfang. Ich weiß jetzt nicht, habe ich irgendeine Karte bekommen, dass ich mit Jelly rein... Ja, ja, du hast so eine Backstage-Karte gekriegt, ja. Okay. Kann ich auch wieder raus und wieder rein? Kannst auch, ja, du kannst auch da ans Buffet, wenn du magst. Und so. Ja, doch. Du musst ans Buffet wahrscheinlich. Gibt's Häppchen, ja. Wenn Jenny weg ist, dann gehe ich Bruce ein bisschen hinterher und sag so, Bruce, wir sind nicht zum Spaß hier heute. Wir wollten uns heute unseren Plan verwirklichen und den letzten Baustein kreieren, um das Wahlergebnis zu fixieren. Oh, Naja, lass es schmecken. Oh, Entschuldigung. Macht sich so den Bart wieder? Oh, Entschuldigung. Ja, ich schluck erstmal runter. Entschuldigung. Was hast du nochmal gesagt? Entschuldigung. Wir wollen heute. Wir wollten eigentlich in dem Büro von Jones vorbeifahren und die Fotos schießen, damit die wir publizieren können, um ihn in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Ah, das hat er erzählt, ja. Ja, genau. Dann euch beiden da viel Erfolg. Dieses Respektvolle. Ich bin da nicht beteiligt. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, genau. Das will ich genauso. Dieses, ne? Ist schön, dass ihr das jetzt macht, aber lasst mich da bitte raus. Gar keinen Bock da drauf. Und, ja. Wir könnten zumindest Jennys Hilfe durchaus gebrauchen dabei. Meinst du, sie ist da zugänglich für sowas? Ja, ich kenne die jetzt auch nicht so gut. Scheint ja sehr offen zu sein, ne? Also, na gut. Naja, und er tut vielleicht den Teller so an die Seite. Gut, wenn du nichts essen willst, ich bin aber ganz kurz draußen. Klopft dir so auf die Schulter. Bruce, wir essen nicht. Normalerweise. Ich verstehe nicht, wie du irgendetwas davon unten behältst. Weiß nicht, das funktioniert einfach. Dann drehe ich mich einfach und gehe weg. Komischer Typ. Funktioniert doch. Mega weirdo. Ja, also selbst, also das funktioniert schon, du weißt nur, dass es dann irgendwann auch wieder oben rauskommt, anstatt unten. Ja, aber es ist halt bloß noch so dieses, ihr kennt das nicht anders, so wenn es da was als erst geht, dann. Und es schmeckt auch nicht annähernd so wie früher. Mhm. Ist halt alles noch so ein bisschen dieses Ritual, was er dann so wollte, aber ja. Aber solange das noch nicht losgeht, würde dann Bruce halt irgendwie draußen warten, weil das echt so überhaupt nichts für ihn ist. Mit dem Hoodie und so, den er ja trägt und der kaputten Hose und so. Ja, kannst du im Gang stehen bleiben, während alle anderen sich die Show angucken. Hm. Nehmen dann Isaiah und Samantha auch Platz oder machen die noch irgendwas? Wir nehmen auch Platz. Oder ich nehme auch Platz. Ja. Vielleicht irgendwo so am Rand, dass wir in der Pause schnell aufstehen können, weil wir dann potenziell die Möglichkeit haben, dass Jelly uns zu dem Typen führt. Dann gibt es halt den ersten Teil einer wirklich außergewöhnlichen Modenschau zu sehen. Wieder genau wie beim letzten Mal halt auch diese, dass so ein Orchester halt mitspielt und so barocke Kleider gezeigt werden. Und im Hintergrund tatsächlich so eine Leinwand mit allerlei Design, Krimskrams, Lasershow und was auch immer. Es ist schon sehr fancy, wenn man drauf steht. Ich weiß nicht, wie Isaiah und Samantha da ein Auge für haben. Ich denke, Samantha schon eher als Isaiah wahrscheinlich. Aufgrund des Toreador-Daseins.
Die Kleider sind auf jeden Fall völlig hübsch. Obwohl, Isaiah weiß sich ja auch hübsche Frauen zu schätzen. Ja, es sind auch, auch Männerklamotten dabei, also es ist nicht nur Frauen. Ja. Ich weiß sicherlich, die hübschen Menschen zu schätzen, aber der künstlerische Aspekt. Ja. Ja, die Rede soll irgendwie nach der Pause stattfinden. Deswegen habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Also dann die Pause findet statt. Ist bei euch der Areigum auch eingefroren? Naja. Hallo, hallo, Test. Könnt ihr mich noch hören? Ja, hören schon, nur nicht sehen. Soll ich mal kurz rausgehen? Probiere das mal aus. Sekunde. Geht er auch raus? Ich glaube, er schmeißt Feder einfach automatisch mit. Na. Kommt eine Feder ist wieder da. Ich nehme wieder auf meinen Fuß. Stunden später. Da scheint eine heimliche Verbindung zu bestehen. Ah, jetzt wenn er halt immer reist, geht Feder gleich mitfliegt. Er hat mich rausgeschmissen. Das Beste ist, ich habe jetzt Discord neu gestartet, jetzt sehe ich Feder auch. Yay. Yay! Soll ich dir was verraten? Ja. Dafür sehe ich dich nicht. Ernsthaft? Ja! Ja, Discord spinnt heute ein bisschen. Nein, egal. Ja. Hauptsache, die Leute sehen uns alle. Ja. Solange du alle siehst, sehen uns ja alle. Ja, also, Halbzeitpause quasi. Gut. Die Leute stürmen zur Bar. Da könnte Bruce jetzt auch hinstürmen, wenn er mag. Nee, Bruce stimmt von der Masse weg. Also. Mhm. Dann, okay, ja. So, kannst du da im Backstage-Bereich stehen bleiben? Da sind die wenigsten Leute. Ja, nicht direkt im Backstage-Bereich, aber so kurz davor. Ja, dann würden Isaiah und Samantha auf jeden Fall auf dich zukommen, weil dann, ne? Mhm. Er hätte sich übrigens generell auch mal... Oh, ist das Armin weg? Nein, rausspiel. Ja. Er hätte sich natürlich umgeschaut, nochmal, ob er denn doch irgendwo seinem absoluten Entsetzen Mr. Pnava sieht. Nee. Sehr gut. Das wäre jetzt echt zu viel. Nee, er ist nicht da. Boah, alles okay. Ja, dann guckt er euch so an, also als ihr wahrscheinlich näher kommt. Nickt euch zu. Und spannend. Wunderschön. War durchaus eine sehr beeindruckende Vorführung, ja. Ja, das dachte ich mir auch. Und ihr wollt jetzt los oder was? Oder? Jelly hat uns ja angeboten, dass sie uns vielleicht zu Jones bringen kann. Mhm. Ja, nicht so, dass wir ihn mal persönlich kennenlernen können und kurz mit ihm sprechen können. Mhm. Weil ich denke, mit unseren Plänen sollten wir noch ein bisschen warten, Isaiah, wenn die Rede erst auf danach angesetzt ist. Oder findest du, es wäre noch besser, wenn er zu der Rede erst gar nicht erscheinen würde? Ich denke, wir sollten uns anschauen, ob wir uns die Rede vorher angucken können und dann entscheiden. Vielleicht können wir die Rede auch publikumswirksam ruinieren. Und dann am nächsten Abend, sag mal, den Fall vervollständigen. Ja, ich meine, wir können dafür sorgen, dass er nicht mehr wirklich in der Lage sein wird, die Rede zu halten. Ich denke, unser erster Stop wird... Ich habe da die Sachen dabei, die Angela besorgt hat. Sehr gut. Also, wir können es sicher schaffen, dass er einen ziemlich peinlichen Auftritt hinlegt. Peinlicher Auftritt ist sehr gut. Dann lass uns doch mit ihm anstoßen. Ich hole den Sekt. Und ich gehe 3 Gläser Sekt holen. Mhm. Ja, Jelly, was machst du in der Pause? Ich schaue die letzten Models zum Umziehen und würde mich dann mal zum Eingang des Backstage-Bereichs begeben, um zu gucken, ob meine neuen Bekanntschaften dort stehen. Und da ich Sam wirklich sehr, sehr gerne als Model hätte, würde ich die natürlich auch reinlassen. Ja.
Ja, dann. Coole Show bisher. Ist ein extrem spannendes Konzept, irgendwie ziemlich ungewöhnlich. Ja, heutzutage ist ja alles so im Mittelalter trifft Moderne, Barock und möglichst starke Kontraste und. Genau. Ja. Also ich finde es immer wieder beeindruckend. Ja, sorry. Nein. Ich finde es immer wieder beeindruckend, das zu sehen, aber ich glaube, meins wäre das jetzt nicht. Also kaufen würde ich davon nichts. Ja, die Mode von Laufsteg ist ja auch nicht zum Kaufen gedacht. Die ist zum Inspirieren gedacht. Das ist ja, was möglich wäre, aber ehrlich, mit diesem 3 Meter schleppen Ding da hinten, da gehst du nicht mal eben einkaufen. Abgesehen davon mit diesen Schuhen, mit denen du jemanden stechen könntest, das sind Waffen, also die sind auch eigentlich nicht für den Einzelhandel zugelassen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Mädels es noch schaffen, da drin zu laufen. Welche Tricks stecken da dahinter? Viel Gleichgewichtssinn. Und wahrscheinlich viel Übung. Oh ja. Ja, also der Bürgermeister hat da hinten so sein Zimmer. Müsstet ihr mal anklopfen, ob er da Zeit hat. Also, eigentlich das bereitet er sich gerade vor. Tausend Dank. Klar, kein Ding. Wenn ich euch nachher die Designerin vorstellen soll oder so, sagt Bescheid. Sehr gerne doch. Vielleicht setzen wir uns zusammen und schauen uns die Rede zusammen an. Ja. Ich sehe, ich würde dir dann, also ich würde was in das Glas verfrachten und dann so, du darfst reden. Das kannst du besser. Gerne. Und vertausch bitte die Gläser nicht. Rechts, links. Ja. Das Gift für Cusco. Also Jelly macht sich wieder, verkrümelt sich wieder. Jelly würde sich zu Bruce gesellen, wenn sie ihn dann irgendwo da stehen sieht, weil sie hat ihn in diese missliche Lage gebracht, also muss sie jetzt solidarisch auch dafür sorgen, dass er zumindest irgendwie einen netten Abend hat. Ja, Bruce steht ja auch wirklich direkt daneben. Geht's davon aus, dass dann quasi, wenn du gekommen bist, dann die anderen beiden mit dir so ein Gruppchen gebildet haben, Bruce stand so am Rand, Arme so nach hinten und guckt so nach links und rechts. Und hi. Sah ganz gut aus, was ich so sagen kann darüber. Aber... Ehrlich gesagt, die Hälfte der Leute hat keine Ahnung. Die tun nur so, als hätten sie welche. Er schaut so in die Menge. Schaut bei denen aber glaubwürdiger aus. Aber... Alles eine Übung. Okay. Aber sonst... War okay. Also... Könnte schlimmer sein. Was haben die denn zu dir gesagt? Bin ich mal so neugierig sein darf. Wer? Die beiden gerade, die. Ja. Die wollen mit dem Bürgermeister quatschen? Weil sie, ich vermute, er ist irgendwie irgendwas mit Business und sie ist wahrscheinlich. Seine Freunde? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder Begleitdame heißt das ja? Begleitdame? Auf jeden Fall, Ich glaube eher so. Scheiße. Lebensabschnittsgefährtin. Danke. Escort Service. Ja, hallo. Und, ich muss doch nicht dafür bezahlen. Na, Angela hat dich bisher nicht so wirklich rangelassen, ne? Also. Da habe ich es auch noch nicht versucht, seien wir mal ganz ehrlich. Ja, und nachher soll ich Ihnen mal die Designerin vorstellen. Also, ich fände das echt cool, wenn wir diese Sam als Model gewinnen könnten für die nächste Show. Ich habe da so, also ein Outfit, das gerade entworfen wird, das stelle ich mir richtig gut vor an ihr. Ich finde auch nicht ganz toll. Ich glaube, da ist sie auch der richtige Typ für. Also, egal.
Könnte funktionieren. Okay. Du, wie lange dauert das denn hier noch so grob? Eine Stunde. Ach, Stunde geht ja noch. Wie spät haben wir jetzt gerade? So Mitternacht, so um Dreh, schätze ich mal so? Ah, ja, kurz vor. Oh, das geht. Ach, das geht noch dann. Okay, dann. Weil ich muss halt morgen früh wieder früh raus. Oder ich muss jetzt früh schlafen gehen. Wits und Inside Jelly. Wits und Inside Jelly. Alles klar. Was habe ich da denn? Und Bruce, wenn du willst, dass sie nicht das nicht rauskriegt, dass das eine krank dreiste Lüge war. Einmal Manipulation und Subterfuge dagegen. Ah, ja, ist ja gar kein Problem. Zwei Erfolge für Jelly. Oh Mann. Aber ja. Zwei Erfolge für Bruce. Ja. Gut. Ich würde sagen, dann ist der es geheim halten kann, überwiegt hier. Auch wegen, ja. Für den Angeklagten. Mhm. Ja, mein Rhythmus hat sich ganz schön verschoben durch das ganze Arbeiten. Ja, kenne ich auch. Also normalerweise müsste ich jetzt auch arbeiten. Fahr halt Taxi und so, aber heute habe ich halt frei. Und eigentlich wurde ich halt mit der Lady, also hat die Lady mich angeschrieben, dass wir halt den Abend heute verbringen, und dann dachte ich halt, wir sitzen halt den ganzen Abend im Pub. Deswegen sehe ich auch noch so aus. Er guckt so an sich runter. Aber, na, ist auch okay, dann lerne ich das ja auch mal nach der ganzen Zeit, wo ich hier wohne, mal kennen. So, oh, schon wieder eine Lüge. nochmal Wits und Insight gegen Manipulation. Das war jetzt aber wirklich nochmal eine kackendreiste Lüge hinterher. Nochmal zwei Erfolge für... Au! Ja. Reicht. Aber Bruce hat nur einen diesmal. Kann ich irgendwas wiederholen? Wie viel Hunger hast du? Ja, einen. Dann kannst du, ja, den Hungerwürfel kannst du nicht wiederholen. Das ist leider die 3. Hm. Ja. Deswegen, er war schon mal hier. Das ist eine Lüge, ja. Aber schleiten wir mal ganz kurz zu Isaiah und Samantha rüber, die ja sich Richtung Zimmer des Bürgermeisters bewegen. Mhm. Wo der gute Isaiah seinen ganzen Charme spielen lassen darf. Genau. Ich würde gerne zu diesem Zimmer gehen und gerne anklopfen. Ja, brauchst du gar nicht in dem Fall, weil die Tür nämlich offen ist. Der Bürgermeister unterhält sich gerade mit einer farbigen Dame mit kurzen Haaren und einem, ja, adrett gekleideten, etwas altmodisch aussehenden, Klamotten aussehenden Herrn, der dabei steht. Mit kurz geschorenen Haaren. Aha. Kenne ich jemanden von diesen anderen beiden Personen? Nee. Okay. Das ist also nicht Mr. Punava und Veronica. Nee, Mr. Punava ist es nicht, nee. Aber der Mann, dem das fällt dir auf, der hat sehr viele Tattoos. Also auch bis auf die Hände. Okay. Ich klopf quasi so gegen den Türrahmen. Guten Abend. Guten Abend. Schneide ich noch irgendwas an Gespräch auf, das ich gerade unterbrochen habe, oder ist das einfach mal so? Nö, wenn du so reintrittst, hört das Gespräch auf. Mhm. Können wir helfen? Ich suche Mr. Jones. Ich schau ihn so an. Kann ich Ihnen helfen? Ja, sicher. Ich nicke hinzu. Mein Name ist Isaiah Williams. Ich bin neu in der Stadt, aber ich bin ein großer Fan Ihrer Politik. Ich habe gehört, man hält hier große Stücke auf Sie. Ja, das kann gut sein.
Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Ich habe gehört, es gab in letzter Zeit ein bisschen, ich sag mal, Tumult. Ja, vor ein paar Tagen. Aber ich denke, das haben wir ganz gut wieder hingekriegt. Ja. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass das größere Kreise zieht. Ja, aber war nicht ganz einfach. Es scheint, haben sie ja ihre Mannschaft ganz gut im Griff. Wie ist nochmal Ihr Kollege, Mr. Hm? Ihr Wahlkampfleiter, der anscheinend... Ach, der Wahlkampfleiter. Jetzt muss ich selber nachgucken, wie der hieß. Brian Martinez. Genau, Brian Martinez, ja. Das schien ja etwas unglücklich gelaufen zu sein. Aber ich freue mich, dass Sie das in den Griff bekommen. Sehen Sie, ich bin tatsächlich erst vor kurzem hier hingezogen und ich habe gelegentlich auch schon mal im Wahlkampfbereich gearbeitet und ich dachte mir, ich stelle mich mal vor, man lernt sich mal kennen. Ah. Und ich habe halt so zwei Gläser Sekt und ich halte ihm halt so eins hin. Halten Sie mal ganz kurz. Hält das? Schaut dich dann so ein bisschen an, meint so, tut mir leid. Und dann hole ich so ein, hole ich so meine Karte, meine Visitenkarte raus. Tut mir leid, wie war immer noch Ihr Name? Williams. Williams. Mr. Williams, ich muss gleich eine Rede halten, deswegen trinke ich eher nichts, aber. Aber ich bitte Sie. Es ist doch nur ein Sekt und ich glaube, da ist quasi nichts drin. Reicht das Glas an die Dame weiter? Ich trinke dann gerne. Bevor er das macht, möchte ich gerne was machen. Mach mal. Ich möchte gerne Compel benutzen. Oh ja, sehr schön. Und möchte sagen, bitte trinken Sie mit mir. Mhm. Braucht das einen Rouse-Test? Nein. Gut. Ist nämlich nur ein Level 1 Power. Compel with eye contact can issue a single action command no shorter than a sentence to be obeyed to the letter. Complete the command in a single turn. Mhm. Free and no roll is required against an unprepared mortal victim. Ja. Du sagst, trinken Sie einen mit mir. Bitte trinken Sie einen mit mir, ja. Dann nimmt dir der Dame wieder das Glas aus der Hand. Ich glaube, ich trinke doch einen mit Ihnen. Und sie schaut dir so, hä? Ach, auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Und ich führe das Glas so an den Lippen, aber ich trinke halt nicht. Mhm. Und während er trinkt, drehe ich mich dann quasi, nachdem ich das Glas abgesetzt habe, zu den anderen beiden. Wer sind Sie beide? Kenne ich Sie? Sollte ich Sie kennen? Williams, mein Name. Und halt so die Hand. Dann streckst du die Hand aus den Beinen. Ja. Jetzt muss ich gerade mal wieder Nachnamen. Ich habe den Nachnamen hier nie reingeschrieben. Warte. Oder steht der hier? Rutherford. Lillian Rutherford. Und das die ist Frau, ja. Adam. Adam. Smith. Ah. Ein Freund von mir. Schön, Sie kennenzulernen. Was führt Sie in diese kleine Stadt? Wohnen Sie hier? Nun, ich halte hier Modenschauen ab. Es ist meine Kollektion, die Sie heute bewundern dürften. Oh, Mr. Rutherford. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Sehen Sie, ich habe vorhin ganz kurz mit Jelly, war Ihr Name, gesprochen. Eine von Ihren Grafikerinnen. Großes Talent, die junge Dame. Sehr, ja. Sehr freundliche Natur. Freut mich unglaublich, Sie mal kennengelernt zu haben. Tatsächlich wollte ich nachher so ohnehin mal mit Ihnen sprechen. Sehen Sie, für mich persönlich ist die Mode so eine Art wie der Vorreiter des gesamten Geschehens auf dem Planeten. Sehen Sie, was in der Haute Couture passiert, das bildet sich ein Jahr später in der Mode nach. Sie sind wie der erste Wind, der den Sturm ankündigt. Und er nickt so. Ja, man könnte sagen, sie sind wie der Schmetterling, dessen Flügelschlag den Tornado auslöst.
Das Ganze selber mal entscheiden. Ist das gelogen oder ist es nicht gelogen? Das ist ultra gelogen. Also er glaubt nichts von dem, was er sagt. Ja, sonst hätte ich dich Persuasion würfeln lassen, aber Manipulation Subterfuge. Yes, sir. Lass mich kurz finden, wo ich Roll 20 hingepackt habe, da. Und lass mich herausfinden, was meine Werte sind. Manipulation und Subterfuge. Mhm. Sehr gerne. Mein Lieblingsroll. So, müssen wir hier rüber gucken. 6 Erfolge. Yes, sir. Ja, kaufen dir das ab. Anscheinend. Ja, und Sie sind also Politiker. Ach, das würde ich nicht sagen. Nein. Von Berufs her offiziell Anwalt, aber ich arbeite in vielen unterschiedlichen Branchen. Ich bin erst kürzlich hierher gezogen und dachte mir, das ist eine Stadt, in der man noch was bewegen kann. Ich nehme mal Ihre Karte. Es tut mir leid, Mr. Williams, war das, ne? Williams? Williams, so ist es, ja. Auf der Karte steht nur eine Telefonnummer drauf, keine Adresse. Ich muss nicht direkt jedem sagen, wo ich hänge. Ja, ich habe noch etwas mit meinen beiden Bekannten hier zu besprechen, wegen der Show jetzt gleich, deswegen vielleicht sehen wir uns nachher noch einmal. Sicher, Mr. Jones. Das war Jones, ne? Mhm. Oder? Ja. Ja. Sicher, Mr. Jones. Es würde mich absolut freuen. Bis demnächst. Ja, Samantha kann mal Wits und Awareness machen. Oder wenn du es besser kannst, Wits und Okkult. Moment, ich muss kurz schauen. Nee, Wits und Awareness ist besser. Mhm. 3 Erfolge. Ja. Also wie hat das auf Samantha gewirkt, als sie da mit Isaiah da gesprochen hat? Ich habe versucht, ihn nicht ganz offensichtlich anzustarren bei der Geschichte, die er da erzählt hat. Und ich war tief beeindruckt von diesen rhetorischen Künsten. Mhm. Ja, dir ist aufgefallen, während du da einfach dabei gestanden hast und eigentlich sehr wenig beachtet wurdest, dass der Adam den ziemlich intensiv angeschaut hat. Mhm. Du meinst so ein erkennendes Okay. Ding in seinem Gesicht gesehen zu haben. Auf jeden Fall sieht er jetzt auch noch, als er sich umdreht und dann irgendwie sieht, Cut, da gelandet, ja, tschüss, und dann ne, seht er ihm nochmal so nach. Irgendwie so ein Ticken länger als nötig. Okay. Sobald wir aus Hörreichweite sind, würde ich mir Essay ja schnappen. Sag mal, kennst du den Typen, der da mit drin war? Den Tätowierten? Ich die Bohne. Okay, der hat dir sehr interessiert hinterher geschaut. Was soll ich sagen? Das kommt schon mal vor. Ich glaube eher, wir sollten ja vorsichtig sein. Meinst du? Ja. Der also hat nicht interessiert in dem Sinn geschaut, sondern eher, er war mir ein bisschen zu aufmerksam. Aber ich meine, das ist jetzt keiner vom Typus Zweite Inquisition, oder? Oder rekrutieren die mittlerweile auch aus Punks? Also war schon relativ adrett angezogen, hat halt nur Tattoos. Hm. Vielleicht fragen wir mal Jelly nach den beiden. Mhm, sollten wir dringend mal machen. Ja, wie genau wirkte jetzt die Droge, die ihr dem da reingekippt habt? Im Prinzip ist es ein relativ starker Tranquilizer. Also, er müsste dann eigentlich relativ tranig werden. Mhm. Wahrscheinlich auch ein bisschen Wortfindungsstörungen bekommen. No.
Okay. Gut. Ja, dann geht ihr wieder nach draußen, wo Bruce und Jelly rumstehen und sich unterhalten. Ja. Also, das Beste eigentlich für Buki ist, das kennst du bestimmt, wenn du der schon mal da warst. Der legt sich ab und zu auf den Rücken, aber nicht so wie so ein Hund das machen würde, sondern er lehnt sich dabei parallel meistens an den Schrank, was dann so ein bisschen so ausschaut, mit der Hand nach. Und dann findet er es besonders toll, wenn du nicht nur über den Bauch, sondern so, ja, so zwischen Kopf und Bauch, so ein Hals, so runter, so in einer geraden Linie, weißt du, so. Hm? Ich höre mir das super. So 2 Sekunden an und super. Führe mich dann relativ rüde in dieses Gespräch ein. Entschuldige, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen muss, Bruce. Ich weiß, das ist sehr, sehr wichtig. Jay, kennst du, wie hießen die beiden? Miss Rutherford und Smith. Mr. Smith? Mr. Smith? Also, Lillian ist mein Chef. Ich hab mich angestellt. Hat meine Designs ganz cool. Smith. Sehr freund Smith. Wahrscheinlich, würdest du schätzen. Ja. So wie die sich verhalten. Der hängt öfter mal mit ihr rum, also keine Ahnung, vielleicht ist das mittlerweile ein Few-Night-Stand oder wer bin ich, mich da einzumischen? Oh. Ja, er hat eben auch einfach gewirkt wie ein Künstler, so ein bisschen. Er hat unglaublich coole Tattoos, oder? Ja. Ich will die ganze Zeit ein Foto von ihm machen, aber ich darf nicht. Warum er lässt mich einfach nicht. Ich weiß nicht, er will nicht. Ich hab ihn jetzt schon 2-mal gefragt und ein 3. Mal traue ich mich, weil ich irgendwie Angst habe, dass er mir das Genick bricht, wenn ich dann weggucke. Aber ja. Wieso sollte er? Ist er so, hat er so ein Aggressionspotenzial oder? Keine Ahnung, der guckt manchmal so komisch. Ich gucke als sehr an. Findet, aber, ja. Mich hat er auch komisch angeguckt. Dabei habe ich kaum mit ihm geredet. Ich dachte, vielleicht kennst du den ein bisschen besser. Ich meine, Tätowiererin und Tätowierter. Ja, er ist sehr gut daran, Leute, die er nicht leiden kann, auf Abstand zu halten. Ja. Okay, also kann er dich nicht leiden. Ich vermute. Er weiß nicht, was er verpasst. Seltsamer Kerl auf alle Fälle. Hat er einen Instagram-Account? Nein! Ich sollte ihm einen machen. Vielleicht hat er keinen. Ich meine, wenn nicht mal Jenny seine Tätowierung fotografieren darf. Hm? Ja. Oder vielleicht ist er nicht Fame genug, um ihn fotografieren zu dürfen. Wenn er Fame wäre, hätte er einen Instagram-Account. Das meine ich. Wenn er ein Model wäre oder sowas. Er will mir ja nicht mal sagen, wer die gestochen hat. Das ist echt feine Handwerkskunst. Das sieht man selten. Vielleicht hat er auch einen Instagram-Account unter dem Künstlernamen. Seitdem. Ja, ich weiß nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, Mr. Smith ist jetzt irgendwie so ein John Doe 0815 Allerweltsname. Ich glaub, John Doe ist bei dir im Mutfeld. Das klingt nach John. Ja, ich weiß nicht. Also würdest du dir mit so einem 0815-Name einen Instagram-Account machen, wo du unter hunderten anderen untergehst? Die genauso heißen wie du und dann irgendwie nur ihren Hund oder... Kannst ja mal schauen, ob irgendwo... also Jelly kann ja mal machen, die ist ja da ein bisschen gewitzter. Wits und Investigation. Alles klar. Wits und Investigation hast du gedacht. Nee. Könntest Willpower ausgeben, um das 2 davon zu rerollen? Oh, ich mach das einfach mal. Die 3 und die 5 halt, ne? Wird nicht besser. Nee, kenn ich dich. Kein Ding, ja. Recherche, was ist das?
Ich habe dann noch eine Frage. Seid ihr schon länger zusammen unterwegs, so als ist das eine wandert ihr so mit dieser Show oder ist das jetzt quasi hier ein einzigartiges Event heute Abend? Das weiß ich nicht, das müsstest du Lillian fragen. Ich bin erst vor kurzem dabei und ehrlich gesagt ist das auch mein vierter Job hier in der Gegend. Also ich mache so ziemlich alles. Ah, okay. Du bist also quasi erst hier in der Stadt angeheuert worden. Ja, ich brauche halt einen Job. Wohnung finanziert sich nicht von alleine. Natürlich, natürlich. Ich kann das total verstehen. Klammer auf. Das ist einer meiner besseren. Bruce nickt dabei. Davor habe ich wochenlang Rasenmäher zusammengeschraubt. Oh. Cool. Nee, nicht cool. Ich meine, ich freue mich um jeden, um jede Frau, die handwerklich begabt. Okay. Das wäre jetzt irgendwie ein stranges Kompliment, wenn das eins sein sollte. Danke. Bruce unterstützt diesen Strange-Blick so. Also er schüttelt den Kopf. Naja. Dieser Adam, der kommt mir tatsächlich komisch vor. Tja. Ja, die Leute bewegen sich langsam wieder zum Zuschauersaal rüber. Und wenn ihr folgt und nichts anderes mehr zu tun habt. Wir würden folgen. Ja. Wir wollen doch gucken, welches Unheil wir angerichtet haben. Natürlich. Könnt ihr natürlich dann sehen, wie der Bürgermeisterkandidat sich da total einen abstammelt und tatsächlich bei den letzten Zügen seiner Rede, die eh nicht besonders gut ist, und Jelly, die Präsentation immer, ne, die ganzen Schlagworte, die er aufgeschrieben hat, wo du die Sachen wechseln sollst und so, kommen alle nicht vor. Ja, also musst du auf gut Glück irgendwie, ne, man merkt das auch, er lallt, während er redet. Und kurz bevor die Präsentation tatsächlich zu Ende ist, klappt er sogar auf der Bühne zusammen. Unter großem Leute stürmen ihm dann irgendwie zur Hilfe. Ja. Von Bruce ein Uff. Und dann geht's in die Richtung. Ja, ich, großes Buhai. Ja. Das während quasi alles so aufspringt und nach vorne stürmt, beuge ich mich so ein bisschen nach vorne und stupse Sam so an die Schulter. Ja. Gut. Gelernt ist gelernt. Ja. Fotos werden geschossen vorne von der Presse. Ja. Ein Sanitäter kommt, tragen ihn von der Bühne. Ich denke, das wird die Aktion morgen noch viel, viel wirksamer machen. Hoffen wir, dass er morgen wieder auf den Beinen ist, weil sonst müssen wir die Aktion vielleicht ins Krankenhaus verlegen. Ich denke, das schafft er schon, ist ja ein Junger. Ja. Jelly kann hinter der Bühne sehen, wie der halt von der Bühne getragen wird. Die Lillian kümmert sich sofort irgendwie auch so, was ist das passiert und so. Und vor allen Dingen Adam scheint das sehr zu interessieren, was mit ihm los ist. Der schickt die Sanitäter weg sogar. Und macht dann die Tür zu. Oh, zum, jetzt wird's spannend, wenn er die Sunnies wegschickt. Genau, und schickt die Sunnies weg macht die Tür zu dem Bühnenbereich, also zu der Tür. Wenn du magst, kannst du lauschen. Ich möchte auch, ja. Ja, du bist leider nicht da. Du kriegst das nicht. Ich glaube, ich würde lauschen wollen. Vor allem, weil ich ja sehr lange auf der Straße gelebt habe und mir das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen nach Drogensucht vorkommt. Mhm. Also vielleicht habe ich da schon Ähnliches gesehen und ich würde gerne mal laufen. Ja. Was soll ich da? Machst du die Tür auf oder möchtest du nur wirklich nur hören? Ich möchte durch die Tür hören. Mhm. Trau mich nicht, die Tür aufzumachen. Na, dann mach mal einen Wits- und Awareness-Wurf und du brauchst 3 Erfolge. Dann machen wir das doch. Schau mal.
Das sind zwei Erfolge. Willpower. Ich möchte Willpower ausgeben. Mhm. Und kannst du drei rerollen? Kannst du drei rerollen sogar? Ja, die 2, 1 und 5 will ich rerollen. Mhm. Das will ich nämlich doch wissen. Ja! Ja, da kommt der dritte. Sehr gut. Dann kannst du hören, dass er irgendwie ja, der Adam irgendwie so, ah, was passiert? Ich weiß nicht. Wir haben das doch abgesprochen, dass du dich ein bisschen zurückhalten sollst. Bestimmt war irgendwas in diesem scheiß Sekt drin. Warte mal, wir kriegen das hin. Steht Jelly so kalter Schweiß auf der Stirn, so scheiße. Ich hab die reingelassen. Mhm. Fuck. Ich fürchte, ich würde Adam alleine unterhalten. Du kannst ja jetzt zu uns kommen. Erstmal lausche ich noch, ob ich noch irgendwas höre, so von denen, keine Ahnung. Ja. Also hören würdest du nichts mehr. Wenn du magst, kannst du nur einen Blick erhaschen. Ja, durchs Schlüsselloch. Durchs Schlüsselloch, ja, gut, dann guckst du durchs Schlüsselloch und kannst tatsächlich sehen, wie der Bürgermeister mit dem Mund an dem Handgelenk des Adams nuckelt. Ist ja egal, was wir ihm geben, er hat das bessere Zeug bei der Hand, ne? Ja, dann prallt Jelly mit einem ganz leisen Shit zurück. Ja. Hofft, dass das niemand gehört hat. Verdrückt sich sehr schnell. Also so schnell wie es unauffällig geht, ne? Für den Fall, dass die Tür gleich aufgeht, schön unauffällig, so, ha, ich hab hier so mein Klemmbrett, lalala. Oh Gott, ich muss hier raus. Die sind überall. Ja. Läufst Richtung Ausgang, wo Bruce steht, und mittlerweile hat er eine Hipster-Bier gefunden, was man da irgendwo auf dem. Das ist so eine Flasche, so. Läuft es irgendwann auch an uns vorbei? Ja, man sieht an, dass, also, ne, sie ist ja sonst eher ein sehr rosiger Typ, und jetzt gerade ist sie so ein bisschen so verschlossen und bleich und okay, ich muss hier raus, ich brauche mal ganz streng frische Luft. Können wir dann jetzt auch endlich los? Geht die Show jetzt noch weiter? Ja, wirklich so, können wir endlich los. Was? Können wir jetzt endlich los? Also. Würde mich nochmal gerne mit Jelly unterhalten. Bevor sie wegläuft. Ja. Wir müssen uns ja von Bruce auch verabschieden. Wenn du sagst, klar, ob wir los können. Ja, klar, ja. In der Tat wird auch die Veranstaltung jetzt abgebrochen aufgrund dieser Ereignisse. Kann ich mitkommen? Soll ich dich irgendwo hinbringen, absetzen? So ein Auto? Ich habe immer noch kein Auto. Wir sind mit den Öffis hier hingekommen. Ja, willst du mich dann absetzen? Spazieren gehen. Du weißt schon, Begleitschutz und so. Weil der Wort Begleitschutz so... Naja, ich habe überlegt, mir ein Taxi zu holen. Ich habe keine Lust mehr auf Laufen. Schade, ich könnte die frische Luft gerade echt gut gebrauchen. Das ist so ungefähr der Moment, wo ich gerne dann zurücktreten würde. Mhm. Ich steuere an deiner Seite einfach mit. Mhm. Oh, hi. Das war ja schrecklich. Was ist denn da passiert? Wollen wir vielleicht ein paar Meter gehen? Bitte. Moment, so ein bisschen in sein Bart. Ja, Jelly kommt so von einem zum anderen. Also, wir haben auch ein Auto da. Wir können euch auch mitnehmen, wenn ihr wollt. Also, ich würde gern spazieren gehen. Spazieren gehen ist gut. Jelly, der Bürgermeister ist doch normalerweise so ein grundsätzlicher Typ. Weißt du, was da passiert ist? Ich guck dich sehr durchdringend an, einmal so von oben nach unten. Ich bin nicht sicher, ob ich die sein sollte, die diese Frage beantwortet. Verstehe nicht. Worauf möchtest du hinaus?
nichts Bestimmtes. Mich würde viel eher interessieren, warum die Sunnis weggeschickt worden sind. Das ist auch komisch. Also eindeutig so aus, als würde er irgendwie Hilfe gebrauchen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht wollen die einen Drogenskandal oder so nicht offen werden lassen. Naja, ich glaube, den Drogenskandal. Ich weise so auf die Veranstaltung so, es ist abgebrochen. Ich glaube, der Drogenskandal haben sie so oder so. Aber man kann ihn doch nicht ohne medizinische Hilfe lassen. Oder hat er irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die bisher totgeschwiegen worden sind? Ich bin weder seine Assistentin noch kenne ich seine Familie. Ich habe gar nichts mit der Sache zu tun. Und sie weicht auch so ein Stückchen vor euch zurück. Also ich habe echt nichts mit der Sache zu tun. Und ich habe auch nichts gesehen. Also auch keiner gesagt, oder? That's awfully specific. Wir machen uns nur Sorgen um ihn. Dann solltet ihr vielleicht besser mit Lillian reden. Die hat da die Connections. Ich bin echt ein kleiner Fisch. Wir haben OT-Frage. Mhm. Wir haben bisher absolut keine Indizierung, ob Jelly oder Adam ein Vampir ist. Wir wissen das quasi nur OT, nicht ITE. Es gab eigentlich auch bisher keinen Verdachtsmoment. Es ist halt jetzt nur gerade ein bisschen schräg, dass seine Sache geschickt wurde. Nein, Bruce hat uns noch nicht beschrieben, hat uns noch nicht von der Sache bei Mr. Noch nicht erzählt, wo er mit Mr. Pravna war und wem er da begegnet ist. Sonst müssten wir, oder hätten wir vielleicht Hinweise darauf. Ach so, Bruce ist Adam auch schon mal begegnet? Ja. Ah, okay. Bei dieser Modenschau. Genau. Bei dieser Modenschau. Mhm. Mhm. Ja, ich, letzte Nacht ist halt Mr. Pnava mit ihm dann dahin gefahren, wollte sich das mal angucken. Ach so. Belustigung. Alles klar. Nee, gut. Dann weiß Bescheid. Gut, dass du einfach so davon ausgehst, dass Jelly ein Vampir ist. Ach ja, weiß nicht. Die hat hier einen eigenen Rahmen und dann denke ich mir, könnte sein. Kein Clan-Symbol. Moment, die hat einfach nur so ein bisschen verstört. Ich weiß nicht, ob es geht einem auch so, wenn man Isaiah begegnet. Hallo. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Koali, aber bei uns in der Mitte von diesem Rahmen, da steht Vampire. Ach so. Das ist so ein Tell für mich. Haben wir ja ab jetzt einen Magus-Crossover. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne mal rausfinden wollen, ob der Isaiah auch zu den Nichtatmern gehört. Wie? Übrigens, Bruce ist schon ein bisschen vorgelaufen, als gesagt wurde, wir gehen nach draußen. Ja, wir bewegen uns die ganze Zeit. Also ja, okay. Wir gehen gerade so ein bisschen. Findet das Jelly heraus? Zum einen haben wir schon die Hände geschüttelt, dementsprechend denke ich, dass ich gemerkt habe, dass er eiskalt ist. Er hat Handschuhe an, schön. Also. Handschuhe. Okay, gut. Dann also, achte ich einfach darauf. Immer noch verbrannt, deshalb. Ja, aber sie hat mir die Hand geschüttelt. Das stimmt. Ja. Dann achte ich einfach darauf, ob meine Gegenüber atmen. In einem regelmäßigen Tempo oder überhaupt, also auf das Heben der Schultern. Mach mal Wits und Insight und Samantha und Isaiah machen dagegen Manipulation und Subterfuge oder Stealth, was ihr besser könnt. Ich bin zu nervös. Ich bin mittelgeneigt, das einfach gar nicht zu machen. Das einfach gar nicht zu verstecken an der Stelle. Mhm. Wäre das vernünftig? Eigentlich nicht, ne? Ich habe 3. Sam kann es gut verstecken. Ich überlege noch, ob ich es verstecken will. Soll ich das mal behilflich sein? Das mache ich wahrscheinlich aus Reflex, ne? Würfel? Oh ja, bitte, würfel ein Gesichtswürfel für mich. Das fände ich gut. Also, was ist was? Also gutes Gesicht heißt, du willst verbergen, oder was? Habe ich mir überlegt. Okay.
Ich verstecke es nicht. Ja, dann findet Jenny heraus, dass Isaiah ja nicht atmet. Ja. Dann werde ich nochmal ein bisschen bleicher und würde dann das Gespräch relativ schnell abbrechen wollen. Dann, also, Bruce ist ja meine Begleitung und es ist jetzt ein bisschen unhöflich, ihn da so rumstehen zu lassen. Bruce ist bei uns. Und wir gehen ja zusammen zurück zum Pub. Mit Bruce. Oder Bruce, du kommst auch mit, noch oder? Mit Bruce reden. Der alte Freund was? Bruce. Unser guter Kumpel Bruce. Nee, eigentlich nicht. So ein bisschen fallen in die Runde. Nee. Bruce, wir waren eigentlich heute für den früheren Abend verabredet. Ja, das weiß ich. Umzugsstress? Meinst du, du kannst es dann vielleicht für morgen Abend einrichten? Bestimmt. Direkt bei uns vorbeizukommen? Ja, aber ja, morgen wolltest du jetzt mal nach Hause oder zumindest zum Pub oder soll ich dich nach Hause bringen? Er guckt zu Jelly. Gerne zum Pub. Okay. Ich würde gerne auch mal herausfinden, ob Jelly noch atmet. Ja. Ja. Wits und Insight. Jelly macht dagegen Manipulation Stealth und aufgrund deines Zustandes wieder zwei Würfel dazu. Zwei Erfolge bei Jelly. Kannst Willpower ausgeben, wenn du magst. Drei Erfolge bei Isaiah. Ach nee. Du kriegst mit, dass sie atmet. Aber sehr tiefenentspannt. Also das passt nicht zu ihrem Gesichtsausdruck. Es ist ein sehr gleichmäßiges, fast schon mechanisches Atmen. Was sagt mir das als jemand, der schon ein bisschen Vampir ist? Das ist ein Vampir, der gerade Blush of Life benutzt? Das ist ein Mensch, der einfach ein bisschen lala ist? Oder Intelligence Okkult. Ich glaube nicht, dass ich... Oh doch, ich habe... Kannst auch das Blut hochziehen, ne? Also um einen extra Würfel für Intelligence zu kriegen. Ja. Ich mach mal einen Raus-Check. Ein Raus-Check, genau. ein Check nach draußen. Hab ich einen Hunger? Kriegst du einen Hunger? Boah, sind wir wieder hungrig. Also wenn ich jetzt rausfinde, dass sie kein Vampir ist, dann muss ich da gleich knabbern. viel Spaß. Könnte interessant werden. Das wird so ungefähr wie in der ersten Folge mit Bruce. Habe ich zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ist diese Dame total nicht aufgeregt und ist einfach nur eine super Schauspielerin. Weiß nicht, wie wahrscheinlich das Isaiah hält. Wenn du die Verdacht hast, es wäre ein Vampir, dann benutzt sie wahrscheinlich in diesem Moment Blush of Life. Das müsste aber schon ziemlich gut abgetimt sein. Die dritte Möglichkeit, und das wäre ziemlich eklig, wäre, dass sie einfach ein Dünnblut ist. Und dann würde das nochmal ein ganz anderes Problem darstellen.
Ich bin OT. Ich kenne mich nicht genug mit der Dünnblüter Lore aus. Dünnblüter sind die Vampire, wo das Vampirtum so verwässert ist, dass sie schon fast wieder als Lebende durchgehen. Mhm. Und sie sind die lebenden Anzeichen für Gehenna. Deswegen aus der Kamarilla auf jeden Fall sofort per Tod zu entfernen. Das wollte ich wissen, danke. Ja. Ja. Gut, ich möchte gerne einschätzen, aber ich bin ja nicht schlecht darin, Leute beim Lügen zu erwischen. Ich möchte gerne wissen, ob sie mir die ganze Zeit einen vom Pferd erzählt und einen nur auf dramatisch macht, oder... Mhm. Wits und Insight gegen... Yes, sir. Manipulation, Subterfuge, oder? Ich muss Manipulation und Subterfuge machen? Ja. Oh, das kann ich ja so unglaublich gut. Tja. Du kannst leider das Blut nicht rausen. Nee. 2 Erfolge gegen 1 Erfolg. Ja, also du willst ja eine Lüge durchschauen, irgendwie. So richtig was gesagt hat sie jetzt eigentlich ja noch nicht. Irgendwie, sie ist halt nur einfach, ja, aufgeregt, nicht. Oder doch. Was genau wolltest du jetzt dadurch schauen? Also, ich wollte wissen, ob sie... ich habe ja festgestellt, okay, die atmet sehr tief, sehr mechanisch. Die wirkt eigentlich entspannt, was die Atmung angeht. Ja, aber nicht, das, was das Verhalten angeht. Gerade vorführt, ist ja quasi ziemlich aufgeregt. Ja. Fast schon knatschig. Ja, deine Durchschauungskünste angelernt würden dir verraten, dass sie das nicht schauspielert, dass es aufgeregt sein. Gerade jetzt, wo du nochmal irgendwie was, wo sie dich da gerade angeguckt hat und so, ist sie nochmal aufgeregter. Hat, musste kurz so einen Step nach hinten verbergen. Ja, ja. wir gehen quasi gerade zu viert zur Richtung Pub, ne? Mhm. Und ich bin mir sicher, dass Jelly quasi neben Bruce geht und Sam und ich gehen ja quasi hinter denen her und oder vor denen her, was auch immer den beiden lieber ist. Und ich lass mich absichtlich quasi, ich kreiere im normalen Laufen so ein bisschen Distanz und neige mich zu Sam rüber. Meinst du, Jelly könnte eine von uns sein? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht besonders darauf geachtet. Es kam mir jetzt gerade alles ein bisschen... Wenn du sicher wählen willst, holst du dir ein Stück Blut gleich her. Dann weißt du es auf jeden Fall. Was kam dir denn seltsam vor? Diese mechanische Atmung. Erzwungen. Das ist mir so, wie nicht ich das machen würde, wenn ich es. Ich würde nochmal gezielt dann hingucken. Mit Medizinskenntnissen vielleicht. Mhm. Wits und? Medicine. Oder Medicine und was? Wits, ja. Drei Erfolge. Ja, wenn du wieder verstecken willst, ne? Manipulation, Stealth vielleicht. Als Mensch durchgehen. Mhm. Also meine Atmung möchte ich nicht verstecken, auch mein Herzschlag möchte ich nicht verstecken. Also alles, was mich zu Menschen macht, will ich gar... Ja, aber das, dann mit diesen genauen beobachtungsmedizinischen Kenntnissen wird dir genau das Gleiche auffallen, was bei Seiya da gerade aufgefallen ist. Also dieses... Man merkt dieser Mädchen an, dass sie gerade so, wie sie auch an Bruce festklammert, wie aufgeregt sie ist. Oder ja, versucht halt irgendwie immer Bruce zwischen sich und Isaiah zu haben. Du hast recht. Ja. Aber sie ist gut darin, was sie tut. Ja.
Könnte schon sein, dass sie eine von uns ist. Naja, ich meine. Vielleicht fragen wir sie einfach. Ziehen wir daraus? Alles in seinem Modenschau ist wahrscheinlich am Sack. Ich werde sie einfach fragen. Dann frag sie. Es lässt mich zurückfallen, so bleib so ein bisschen und dreh mich so über die Schulter zu Jelly und sage: Sag mal, Jelly. Und so ganz so gesprächsmäßigen Ton, so überhaupt nicht wie dramatisch oder so ein ganz normaler gesprächsmäßiger Ton. Sag mal, Jelly, hast du schon mal etwas von der Legende von Kain gehört? Riesiges Fragezeichen im Gesicht. Hä? Du schaust dich jetzt absolut an. Es gibt eine Geschichte, eine Geschichte. Hey Bruce, sowas vor den Sterblichen zu sagen, ist ein Maskeradebruch. Naja, der juckt sich nicht um Kamarilla-Kram. Hat dir Anna beigebracht. Nee, wollte gerade sagen, weil Bruce schaut jetzt, also der läuft ja die ganze Zeit stocksteif, weil du ihn so am Arm hältst und so. Und dann wird er auf einmal ein bisschen, nicht für dich lockerer, aber greift so in einer Bewegung einmal deinen Arm so vorsichtig ab und dann dreht er sich so zu Isaiah und guckt dich wirklich sehr, sehr eindringlich an mit, Alter, geht's dir gut? Weißt du, die Legende besagt, dass Kain seinen Bruder Abel tötete und von Gott aus dem Paradies verstoßen wurde. Das war das kennst du, oder? Ein bisschen Bibelfest, wirst du schon sagen. Das ist Amerika, du kennst das. Was ich meine? Ja. Die Legende geht noch ein bisschen weiter. Bruce guckt es sehr an. Ich ignoriere das einfach komplett. Hast du was getrunken? Das heißt, dass Kain von diesem Moment an das Blut mit der Menschen trinken musste, um zu überleben. Und dass noch heute Wesen unter uns wandeln, die Blut trinken müssen, um zu überleben. Weißt du, dass das der Kern des Vampirmythos ist? Bram Stoker und so. Schon mal gehört? Nein. Kann Bruce vielleicht irgendwie, weil er das ja nicht checkt, kann er versuchen, dich einzuschüchtern oder so? Also, wirklich sehr eindringlich anzuschauen mit, Alter. Also, von angucken werde ich mich nicht einschüchtern lassen. Du darfst gerne was sagen. Also, ja. Was erzählst du da für einen Kack? Hey, was soll das? Bitte. Isaiah wendet sich mit einem stahlharten Blick zu Bruce um und sagt: Bruce, halt dich da raus. Was hast du gesagt? Hab ich nicht verstanden. Bruce, halt dich da raus. Nein. Was willst du denn? Was soll das? Er guckt so. Also Bruce, lass ihn, Bruce. Es ist durchaus eine interessante Frage, die er da gestellt hat. Und ich würde die Antwort darauf auch gern wissen. Und jetzt, das ist der Punkt, wo er sehr diesen gesprächsmäßigen Ton komplett fallen lässt und sich zu Jelly umdreht und sagt: Diese Legende ist wahr. Es gibt diese Wesen. Und ich möchte wissen, bist du einer von ihnen? Bist du so ein Bluttrinker? Moment. Der Gesichtswürfel. Moment. Da ist er mir runtergefallen. Scheiße. und dann, wenn sie darauf nicht reagiert, macht Isaiah so einen Schritt auf sie zu und greift so nach ihrem Gesicht und sagt so: Jenny, bist du ein Kainskind? Würfel doch bitte mal einen Gesichtswürfel für mich, ja? Ich habe so viele Gesichtswürfel heute. Das ist super. Muss ja auch anzulegen.
Oh shit. Okay. Verdammte Gesicht. That escalated quickly. Jetzt muss ich wissen. Also Bruce schaut wirklich absolut verwirrt zu Sam so. Alter. Ja, wir haben uns gegründet, genau das anzunehmen. Und du weißt, in welcher mistigen Situation wir hier gerade feststecken. Wir stehen ja auf der Straße und quatschen eine Lebende an. Das ist der Moment, wo der Flight-Modus triggert und Jelly ergreift die Flucht. Also, das hätte jetzt Bruce schon irgendwie ziemlich leise so in die Augen gesetzt. So. Ja, das ist schon so. Okay, scheiße. Oh Gott! Ja. Jelly läuft davon weg. In die Dunkelheit. Hey. Wow, warte! Ja, willst du hinterher? Ich wollte gerade sagen, ich will die auch nicht laufen lassen. Die ist noch in Greifreichweite, die möchte ich gerne festhalten. Moment. Dann wird sie anfangen zu schreien. Nee, nicht lange. Ja, Bruce. Also Bruce packt sich als Sayer. Junge! Und zwar so richtig an der Schulter. So. Nee. Ich würde sie trotzdem gerne festhalten, wenn sie weglaufen. Ja, mach dir mal vergleichend Dexterity und Athletics. Wer jetzt? Isaiah und Jelly. Ja. Kriege ich, ich habe ja eine Spezialisierung namens Parkour. Mhm. Ja, das wird, glaube ich, in dem Fall jetzt nicht so angebracht. Okay. Du hast gesagt Dexterity und Athletics. Da kommt Jelly mit heilige Scheiße. Einem Beastial Crit. Damn. Ich würfel dann einfach mal gar das nicht. Das Tier läuft. Das Tier. Ich glaube, ja. Wenn sie Parkour hat, sie geht gerade senkrecht die nächste Wand hoch. Ja, genau so sieht das, glaube ich, aus. Ja, also schon mit zwei Erfolgen. Nichts. Vielleicht kriegst du sie an der Jacke oder so, aber irgendwie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Gelenkigkeit windet sie sich da raus. Ist dann mit zwei Sätzen über die nächste Mauer, quasi. Mit Technik, nicht mit Kraft, das sieht man. Aber sie ist halt verdammt schnell gerade. Wenn du es das siehst, würde er ihn auch loslassen. Und dann mit so einem offenen Mund so. Ja, ja, das hätte ich dann meine Antwort. Ich finde, das ist ein schöner letzter Satz für den Stream heute. Da hätte ich dann meine Antwort. Ja. Ja, schön war's. Am Ende dann etwas intensiver. Das hat langsam angefangen, aber naja. Keine weiteren Fragen. Genau, D-Rex. Ja. Wer weiß, ob wir Jelly jedes Mal jemals wiedersehen. Einen scheiß Angst gemacht. Jetzt bei der alten Lady. Kann die sich abschmieren. Ja, jetzt hat Bruce noch ein weiteres Problem an der Backe. Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich könnte so jemanden noch brauchen. Also ich hoffe auch sehr, dass wir Jelly bald wiedersehen. Ja, ja. Kommt drauf an, wie gut sich Jelly verstecken kann. Ja, sie kann nicht aus der Stadt raus. Also. Und ich habe lila Haare. Also. Also wir kennen deinen Wohnort, deine Arbeitsstelle und deine Haarfarbe. Es ist eine Kleinstadt in Texas. Wir sehen uns wieder. Tja. Alles klar. Was Isaiah und Samantha und Bruce jetzt nicht wissen, dass Jelly noch ein paar andere Tricks im Ärmel hat. Ein paar alte Freunde aus einem gewissen Partybus vielleicht noch hat. Vielleicht sind die jetzt nötig. Egal, naja, gut. Ich sehe schon, ich muss den Partybus mal gucken. Ach, macht das?
Ja. Man sollte seine Konkurrenz schon im Auge behalten. Ja. So, ich schau mal kurz, wer alles noch ausgehalten hat hier heute. Wer ist denn alles noch da? Banananananan. Commander Root, D-Rex, Positivity Bot, Percy, Schattenjäger, Shamasa. Hallo, Pingu. Und Steelhammer und der Teyd. Wie auch immer man das. Ted wahrscheinlich. Teyd. Teyd. Ja, schön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das nachschaut nachher auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unter dem Video, wie ihr es fandet. Wie findet ihr Jelly? Und soll sie nochmal öfter auftreten oder nicht? Was meint ihr, was mit Adam und dem Bürgermeisterkandidaten los ist? Einfach mal drunter schreiben. Ich erinnere auch daran, es gibt auf meinem Kanal gerade ein kleines Gewinnspiel. Jede Woche wird der Kommentar der Woche gewählt und dann in 2 Wochen gibt es unter den Kommentaren der Woche eine Verlosung an meinem YouTube Community-Abteil, nennt man das so? Community-Board? Bereich, ja. Ja, wo dann die Community wählen kann, welcher Kommentar denn der coolste war in der ganzen Zeit. Und der Gewinner bekommt ein Ticket für die NerdCon. Und wenn ich weiß, was die NerdCon ist, dem empfehle ich den Nerdpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da findet ihr auf der Startseite schon alle Infos verlinkt, die ihr dafür braucht. Und ich verlinke es auch nochmal unten unter dem Video. Und ja. Da könnt ihr eine Karte gewinnen. Und wenn ihr keine Karte gewinnen wollt, sondern einfach sagt, boah, das ist ja voll cool da, den Koali und die Feramin und weiß nicht wen sonst noch alles, die Feder zu treffen, dann kauft euch doch ein Ticket. Das ist auch gar nicht so teuer. Meldet euch an, es sind noch Plätze frei. Genau, sind noch genug Plätze frei. Es ist irgendwie Ende August. Und ja, würd mich freuen, wenn wir ein paar Leute da von euch sehen auch. Da gibt es jede Menge Rollenspiel und anderen schönen Schnickschnack. So, und ja, mit Blood and Sand geht es weiter in 2 Wochen, wenn alles klappt. Und dann wahrscheinlich aber nicht mit Jelly, sondern mit Amanda wieder. Müssen wir mal schauen. Es sei denn, wir kriegen das untereinander irgendwie nochmal irgendwie abgesprochen. Aber auf jeden Fall wird Lidio, also Dr. Angela, auch wieder fehlen. Die hat einfach einen anderen Termin schon länger gebucht gehabt an dem Tag, aber wir haben ja genug Leute, die aushelfen können. Ja. Ich sehe schon, es läuft langfristig darauf hinaus, dass du einfach 2 Runden in der kleinen Stadt ohne Namen spielst. Die Zeit. Die Stadt ohne Namen hat so viel Platz mittlerweile. Es ist, ja. Ich stopfe sie gerade immer mit Vampiren voll. Irgendwann gibt es keine normalen Menschen mehr da in dieser Stadt. Die Vampire kommen ja auch nicht mehr raus. Das ist der Moment, in dem die Grenze bricht und eine Armee von neuen Vampiren sich über die Welt hermacht, um sie endgültig zu unterjochen. Verrat den Metaplot nicht. Das ist doch Gehenna. Das ist doch deshalb die Dunkelheit zerstören und so. Ja. Ja, ich finde es ganz interessant, auch mit einem Dünnblut irgendwie zu spielen, weil die sind da das neue Ding in der V5, so als spielbarer Charakter richtig. Und ja, sind ein bisschen anders als andere Vampire. Ja. Und wer sich fragt, warum Jelly so schnell laufen konnte, sie hat wahrscheinlich jemanden getrunken, der ziemlich viel, so ein Sprinter oder sowas. Ein Athlet, ja. Mit Resonanz, was wäre denn Resonanz, damit du das kriegst? Hab ich gerade nicht geguckt. Hast du das mal geguckt? Resonanz. Ich mit meinen Augen hier. Das ist mal ein bisschen. Was genau musst du wissen? Resonanz. Moment, du hast jemanden getrunken, der ziemlich cholerisch war. Ja. Vorher. Das heißt, du hattest den Zugriff auf Celerity 1. So funktionieren Dünnblüter nämlich. Die kriegen nämlich jedes Mal, wenn sie trinken, neue Vampirkraft. Ganz cool. Ne? Ja. Ein bisschen wie Lotto. Ein bisschen wie Lotto, genau. Ja, gut. Und habt ihr noch was zu sagen?
so am Ende. Tschüss. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, okay. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.